Herzlich willkommen zur 18. Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Thomas. Ich bin Nell. Und ich heiße Jonas und das sind unsere Themen. Spuk im Weihnachtswinterwunderland. Justus Onkel steigt aus. Finale. Oh. Mahlzeit zusammen und ein weihnachtliches Ho, ho, ho. Mein Name ist immer noch Thomas und ich bin wie immer nicht allein. Wäre er ein Rentier, würde er wahrscheinlich hinterm Schlitten herrennen, statt vorne weg. Hallo Jonas. Ja, Mahlzeit. Und natürlich der größte Weihnachtself der Nordhalbkugel, Heinel. Hi. So, genug gelacht für heute, das reicht dann auch. Ja, wir haben uns ja jetzt 2 Wochen nicht gesprochen, sag ich mal, im Podcast. Ich meine, tödliche Spur kommt mir jetzt schon Ewigkeiten vor, muss ich sagen. Irgendwie, obwohl es ja halt der übliche Rhythmus gewesen ist, aber irgendwie kam mir halt vor, als wäre das jetzt schon... Weiß Gott, wie lange her? Ich weiß nicht, wie euch das ergeht. Was habt ihr in der ganzen Zeit gemacht? Aber waren es jetzt wirklich 2 Wochen? Ja, es waren 2 Wochen. Ich weiß nicht, ich habe aber genau das gleiche Gefühl. Also ich habe auch irgendwie, tödliche Spur ist ja jetzt heute, wo wir aufnehmen, veröffentlicht worden. Und irgendwie hatte ich auch die ganze Zeit das Gefühl, boah, wir haben doch noch mal was aufgenommen vor dem aktuellen Podcast der 18. Folge. Irgendwie, ja, ich habe viel Sozialrecht gelernt eigentlich bis jetzt für die Klausur, die ich noch schreibe. Und ansonsten, ich habe die Serie SWAT für mich entdeckt auf Netflix. Die habe ich jetzt bis zur dritten Staffel, Hälfte, jetzt komplett durchgezogen in einem. Ich war in Berlin gewesen 4 Tage. Und sonst der übliche Wahnsinn. Arbeiten... Du hast doch immer nicht dein Zimmer aufgeräumt, ne? Was du eigentlich seit dem Video machen wolltest. Dazu sage ich jetzt nichts. Ich komme da aktuell nicht zu. Also. Bin auch noch mitten im Umzug. Ja. Und dann bei dir? Ja, war jetzt irgendwie die letzten 2 Wochen nicht wirklich was Besonderes. Ich habe mich für eine Arbeit vorbereitet, die dann jetzt Gott sei Dank doch verschoben wurde. Das heißt, ich habe noch Zeit, Nathan der Weise zu lesen. Ich war mit meinen Freunden Schlittschuh laufen. Gebacken habe ich auch und dann war ich die letzten 5 Tage richtig schön krank. Ja, krank ist scheiße. Ich meine, wir hatten ja auch das Problem, wir wollten ja eigentlich letzte Woche Point Wigmark aufnehmen. Für die Leute, die nicht wissen, Nell und ich machen nebenbei jetzt neuerdings, mehr oder weniger neuerdings, sage ich mal, einen Point Wigmark Podcast noch. Ja, ganz toller Podcast. Ja, wir müssen auch ein bisschen reingrooven, ne? Also die erste Folge war jetzt nicht so besonders. Da müssen wir halt noch ein bisschen ausloten, wie das funktioniert. Ja, ich war dann letzte Woche dann auch verhindert, die Stimme war weg, ich war kränklich und ich war halt einen Tag vorher im Stadion und musste halt dem Schiedsrichter mit für seine tolle Leistung mitteilen, dass ich lautstark da musste ich dafür beglückwünschen, sagen wir mal so. Wie immer halt. Ja, ansonsten, Lord Schmetterhand habe ich angefangen zu hören, jetzt bei Spotify. Ganz, ganz witziges Hörspiel von Tommy Krabbeis. Kann man sich gerne mal anhören. Ganz amüsant mit Geistern und ganzen Kram, also wie gesagt, erste Folge. Mal sehen, was da noch kommt. Aber dann fangen wir doch an mit unserer Besprechung, sondern einfach mit unserer Folge hier. Ist die letzte Folge des Jahres und die ist prall gefüllt. Wir haben die Halbfinalergebnisse der Abstimmung, wir haben einen kleinen Jahresrückblick, wir haben natürlich die Folgenbesprechung an sich und wir haben abschließend noch die Jahrescharts der Folgenbewertung inklusive der Bewertung der Hörer. Das heißt, wir haben jetzt wirklich alle Folgen, die wir schon besprochen haben, von Hörern bewerten lassen. Und wir haben ja jetzt eine bereinigte Jahrescharts. Von daher, es hat sich ein bisschen was getan. Ihr beide wisst, glaube ich, noch gar nichts. Ich habe es auch gar nicht geteilt, von daher habe ich für mich behalten, damit ich hinterher glänzen kann. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde es auf eine Art aber auch ganz witzig, wenn wir jetzt live, mehr oder weniger live, in der Folge damit so konfrontiert werden, wie es ist. Das heißt, die Meinungen dazu sind ja dann noch richtig unverfälscht, ne? Also es wäre jetzt, man könnte sich jetzt sagen, okay, wir kennen die jetzt schon und dann denken wir uns irgendwelche tollen Sachen aus, die wir davon sagen. Aber jetzt ist das ja wirklich, ich habe auch noch nicht im Skript so weit runtergescrollt oder sonst was gelesen. Steht auch gar nicht drin.
Guck mal, da kannst du mal sehen, wie gut ich das Buch gelesen habe für heute. Hab ich extra nicht reingeschrieben, von daher. Ich bin echt gespannt, muss ich sagen. Ja, kleiner Spoiler. Vampir im Internet ist nicht auf Platz 1 gelandet, von daher. Hör mal, damit kann ich gut leben. Ich auch. Habt ihr denn die Halbfinalergebnisse schon gelesen, die ich reingeschrieben habe? Ich meine, wir hatten ja jetzt die Abstimmung. Ja. Erzählt doch mal, wir haben jetzt eine Abstimmung gehabt. Jonas, da machst du mal Halbfinale 1, Ergebnis und deine Meinung dazu. Genau, im Halbfinale 1 standen sich ja die flammende Spur und der Ameisenmensch gegenüber. Und ich bin tatsächlich echt überrascht vom Ergebnis. Flammende Spur mit 46% und Ameisenmensch mit 54%. Ich mag beide Folgen, ganz ehrlich. Hätte mir aber gewünscht, Flammende Spur im Finale zu sehen, finde ich noch einen Ticken besser als der Ameisenmensch. Von daher auch ein bisschen überrascht, weil ich eigentlich dachte, dass Flammende Spur so als Kultfolge vielleicht doch die Nase vorn hat. Also ich habe die Abstimmung jetzt auch nicht irgendwie live verfolgt, wie das hin und her gegangen ist oder so. Ich habe mich da einfach voll überraschen lassen. Ja, auf jeden Fall eine enge Kiste. Ich meine, 46-54%. Ja, aber trotzdem mehr als 50% immerhin Ameisenmensch. Ne? Das kann man so oder so sehen. Zahlen sind nur so, wie man sie interpretiert. Ja, mehr als 50% muss ja einer haben, es gewinnt ja keiner. Weißt du? Alter Schwede, ey. Nee, deine Meinung dazu? Ich habe nicht wirklich besonders viel zu sagen. Also wie immer. Ja, doch, irgendwie schon. Das macht doch Halbfinale 2. Ja, also wir haben im zweiten Halbfinale die Silbernine gegen Nebelberg. Und der Nebelberg hat gewonnen, wie ich es mir gedacht habe. Witzigerweise habe ich das Voting von Anfang an verfolgt. Und ich glaube, am Anfang war es einmal so, dass die Silbernine sogar, glaube ich, nur noch 11 oder 16% hatte. Deswegen zum Schluss war ich da doch so ein bisschen so froh, dass es aufgeholt hat. War für mich irgendwie schon klar, dass Nebelberg gewinnt. Ich hatte es gehofft. Also ich hatte mal kurz reingeguckt, da hatte die Silbermine auch noch kurz vorne gewesen. Das war aber, glaube ich, ganz am Anfang, also wirklich die ersten Stimmen abgegeben worden sind. Und dachte mir, bei Silbermine war jetzt für mich so von den vielen Folgen, wo ich dachte, oh nee. Aber ich meine, auch hier 41-59%, das ist auch jetzt kein haushohes Ergebnis, wo man sagt, weißt du was, die wurde weggeschossen, die Silbermine. Wurde noch reingeschossen. Und von daher haben wir jetzt den Ameisenmensch gegen den Nebelberg im Finale. Und ich hoffe, es wird nicht der Ameisenmensch. Ich mag den Ameisenmensch nicht. Also das, was ich ja wirklich an dem Finale spannend finde, wenn man jetzt mal sich so die Ergebnisse anguckt, ne? 54% Ameisenmensch, Nebelberg mit 59% gewonnen. Ich erwarte da schon eine enge Kiste, glaube ich. Also ich glaube schon, dass es eine knappe Kiste werden wird. Vielleicht so ein 51-49% oder so. Nein, darf nicht. Also ich hoffe es nicht. Ich hoffe auch auf den Nebelberg, bin ich ganz ehrlich. Ameisenmensch ist eine gute Folge, aber Nebelberg finde ich einfach noch um Klassen besser. Aber ich glaube, es wird eine enge Kiste. Ja, dann können wir auch hiermit dann ganz offiziell quasi das Finale starten. Das heißt, ab sofort könnt ihr in unserer Insta-Story für die Folge eurer Wahl voten, wer gewinnen soll für unsere 20. Folgenbesprechung. Und dann wird es hoffentlich nicht der Ameisenmensch. Ich möchte keinen Einfluss nehmen, aber der Nebelberg wäre mir schon lieber. Ja, euch doch auch, hör auf zu lachen jetzt, Nelle. Naja, ich finde den Ameisenmensch gar nicht so übel, aber wenn du den Nebelberg haben willst. Okay, lassen wir so stehen. So, dann kommen wir zu einem kurzen Jahresrückblick. Wollte ich mir eigentlich aufheben für unsere 20. Besprechung. Allerdings bin ich so ein bisschen aus den Latschen gekippt von den, man kennt es ja, ne, diese Spotify-Jahresrückblicke. Und die gibt es kurioserweise auch für Podcaster. Und wir sind jetzt fast genau 6 Monate alt, der Podcast. Und was in der Zeit passiert ist, ist ja wirklich kaum zu begreifen. Ne? Also wir haben ja das Konzept grundlegend geändert. Wir haben ja am Anfang diese typische Folgenbesprechung gehabt, wie jeder andere auch. Haben das Konzept geändert. Dann hat sich unser Team um ein Mitglied erweitert. Ne? Jo.
Ne, und wir haben noch viele andere Ideen reingeworfen. Wir haben ja dieses Nachrichtenkonzept am Anfang gehabt. Haben wir jetzt die Outtakes eingebaut nach dem Outro. Wer es noch nicht gehört hat, einfach mal nach dem Outro noch mal kurz dranbleiben. Da gibt es auch so einen schönen Piepton, den ich mir habe einfallen lassen. Nein. Da ist ein kleiner Insider. Nell meinte mal, also ich hatte ja mal ein Grundkonzept gehabt, wo ich dann einfach die Outtakes hintereinander weggeschnitten habe. Und Nell meinte dann, ja, es gibt schon immer so einen Piepton, bei John Sinclair zum Beispiel gibt es immer so einen Piepton dazwischen. Dann habe ich ihn eingebaut, war wesentlich besser und habe gesagt, boah, eine tolle Idee von mir. Und Nell hat sich richtig verarscht gefühlt. Aber es hat Spaß gemacht. Ja, und letzten Endes ist ja auch jede Aufnahme einfach anders. Ne? Man hat immer andere Themen. Wenn ich an tödliche Spur zum Beispiel denke, dieses Thema, wie weit darf das Thema Tod oder Leichen in einem Hörspiel, im Jugendhörspiel thematisiert werden, fand ich schon sehr spannend zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie euch das immer ergeht, wenn wir in so eine Folgebesprechung reingehen, haben wir mal so ein paar Grundthemen, sag ich mal, so ein paar Grundpfeiler oder Grundfragen, die wir eigentlich immer drin haben. Und dann haben wir manchmal so Sachen, die dann einfach so ein bisschen, ja, auch ein bisschen eskalieren im Endeffekt, ne? Sich entwickeln. Ja, ist ja nicht schlecht, ne? Ja, eskalieren ist generell gut, ne? Ja, ich hatte am Anfang, muss ich sagen, hatte ich so ein bisschen Angst in Anführungszeichen, dass wir von diesem klassischen Podcast-Format, wie es jeder kennt eigentlich, von der Zentrale oder von den drei Fanatikern und von, keine Ahnung, so dieses, wir besprechen die Folge komplett weg, so jede einzelne Szene oder so. Aber da habe ich mir ein bisschen immer so gedacht, boah, ob das bei den Hörern so ankommt, so dieses, aber ich habe dann bei dem ersten Format, wo wir das gemacht haben, habe ich selber für mich gemerkt, boah, das macht mir persönlich einfach viel mehr Spaß. Weil, wie Thomas schon sagte, ne, wir haben quasi so ein Konzept, was wir durchgehen, aber wir sind viel freier. Wir können Sachen einschieben, wir können Themen nochmal neu einbauen, die jetzt nicht im Skript stehen. Und ich glaube, bei den Hörern kommt es auch mittlerweile richtig gut an. Und ich glaube, das ist genau das, wo Thomas und ich eigentlich mit starten wollten. Mit Nachrichten, mit Highlights, wie wir es am Anfang gesagt haben. Ja. Und jetzt sind wir, glaube ich, zu dem gekommen, was wir eigentlich machen wollten. Und ja, durch den guten weiblichen Zuwachs, den wir gekriegt haben, ist es ja auch, wir haben es ja schon mal erwähnt, ne? Auch der Altersunterschied. Also wir haben manche Ansichten, so sehen Dinge, die Nell vielleicht komplett anders sieht. Und das ist dann auch immer, dadurch entstehen ja auch so Insider oder so Gags, die wir dann auch in unseren WhatsApp-Gruppen haben. Und von daher, ja, wir hatten super. Auch Nell im Vorfeld gerade die Frage gestellt, kennst du ICQ? Und sie meinte nein. Und wir haben es jetzt noch nicht erklärt. Vielleicht kommen wir das Thema gleich nochmal angehen, wenn wir auf die Spotify-Geschichte zurückkommen. Ja, ich muss auch sagen, wir hatten natürlich am Anfang auch so ein bisschen Bammel, wenn man jetzt Konzept ändert. Wie viele Hörer hat man dann noch? Ne? Ich meine, dieses typische Konzept, was jeder kennt, was andere Podcasts ja auch haben. Es gibt ja so viele auch gute Podcasts von 3 Fragezeichen. Ne? Also, ich meine, es gibt Podcasts, die einfach jeder kennt, wie die Zentrale zum Beispiel, die genau das Konzept machen. Du machst ein anderes Konzept. Kommt das an, kommt es nicht an? Wir hatten zu Anfang gedacht, boah, wenn wir 50 Hörer haben, das wäre ja schon viel. Der muss überlegen. Früher bei mir in der Klasse, wir waren mit 27 Mann, glaube ich, damals noch. Also jetzt bevor es in die Oberstufe ging, ne? Da denkst du, ja gut, wenn du vor der Klasse stehst, dann sind 27 Leute, die da sitzen und du erzählst dem was, da ist das schon mal ordentlich, ne? Ja, und das hat sich natürlich jetzt gewandelt. Also wir haben ja wesentlich mehr Hörer als lediglich 50. War ich völlig baff gewesen. Und was mich dann noch viel mehr sprachlos gemacht hat im Endeffekt, als dann eben halt dieser Spotify-Rückblick für Podcaster kam, dass plötzlich die Meldung kam, dass wir mal für 3 Tage in Deutschland auf Platz 19 der Charts waren. Und ich dachte mir, what the fuck? Also habe ich gar nicht mitbekommen, dass wir da irgendwie überhaupt drin vorgekommen sind. Und dachte ich mir, ja Prost, krass. Also auch jetzt fehlen mir auch eigentlich noch die Worte, muss ich sagen. Euch auch. Ja, schon so. Ja, es ist so, ich habe es letztens auch meinen Eltern erzählt. Ich habe es einem Kollegen von mir, der auch meinte, unser Podcast ist in seinem Jahresrückblick bei Spotify auch, sind wir auch drin. Und dann habe ich ihm auch gesagt, ja, wir waren auch in den Charts damit auf Platz 19. Und ich meine, ist einfach Top 20, ne, ist teilweise besser als Deutschland beim ESC abgeschnitten hat. Also, nee, so, das hört sich einfach total geil an. Platz 19 der Charts.
Ich weiß nicht, welcher Charts jetzt, weiß ich, vielleicht irgendwie Baumarkt-Charts? Nee, es gibt nee, Freizeit und Hobby. Freizeit und Hobby. Okay, Freizeit gut. und Hobby war's. Von mir aus auch ja, das. Aber ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, wie viel, also wie, wonach wird da gegangen? Der Top 100, Top 50, ich gebe nur eine Top 20 oder keine Ahnung was. Aber selbst da, wir sind da nicht auf dem letzten Platz. Ne? Also, das ist halt einfach. Und wenn es nur für 3 Tage ist, also. Ja, vielleicht irgendwo hinter Gartenbau heute oder so, ich weiß es nicht. Also, was da vor uns stand. Nein, aber an dieser Stelle, ich glaube, ich machen wir viel zu selten, irgendwie habe ich mir das Gefühl. Danke an euch Hörer, ich meine. Ohne euch wäre es ja gar nicht so möglich gewesen, dass ihr euch da jetzt hinsetzt und uns beim Quasseln zuhört, wie wir hier über die Fragezeichen losledern und sie abfeiern und wie auch immer über die ganzen Charaktere, die da auftreten. Wir haben gerade off-air vorher noch über die letzte Folge die komische Medusa-Tante da gesprochen und haben uns da ja wenig positiv zu geäußert, sage ich mal so. Ja, aber auch, muss man auch sagen, auch danke an die anderen 3-Fragezeichen-Podcasts. Ich meine, wir werden ja öfter mal erwähnt bei Zentrale und Co. Und ich muss sagen, die ganze 3-Fragezeichen-Community, die ist ja wirklich total geil. Also ihr wisst wahrscheinlich, die Hörer wissen zum Beispiel nicht. Ich komme ja ursprünglich Instagram-mäßig so aus der Barbecue-Szene. Ich bin leidenschaftlicher Griller. Und da ist das halt ganz anders. Ne? Da kratzt man sich gegenseitig die Augen aus und hier folgt du mir, folg ich dir und bla bla. Und das wird sich... Da geht es einfach nur darum, irgendwelche Klamotten zu verkaufen und da dachte ich, boah, nee, da bin ich raus, das ist überhaupt nicht mein Thema. Und das ist halt bei den 3 Fragezeichen einfach ganz anders, weil da ist man alle, jeder ist auf derselben Seite, ne, jeder hat Bock auf 3 Fragezeichen, jeder mag die 3 Fragezeichen, sonst würde man sich das nicht anhören. Hoffe ich zumindest. Ne, also klar gibt es Folgen, die mag man nicht. Da kann man natürlich auch ein bisschen drüber herziehen über manche Sachen. Aber im Großen und Ganzen zieht da jeder am selben Strang. Das ist eigentlich das Schöne im Endeffekt. Ne? Und nicht dieses Konkurrenzdenken. Haben wir, glaube ich, auch gar nicht. Also ich zumindest nicht. Ich weiß nicht, wo euch beiden ist, ob ihr wen da irgendwie ausstechen wollt. Also vielleicht meinen eigenen Podcast dann doch nochmal, aber eigentlich nicht, nein. Nee, also ich muss auch vorab mal Danke sagen an die Zuhörer und auch an das Feedback, was wir, wo Thomas und ich noch alleine waren am Anfang, auch von vielen bekommen haben. Das könnt ihr noch besser machen oder das so... Für uns war es ja komplett neu. Also wir haben immer die Folgen gehört, danach vielleicht beim Thomas auf der Couch gesessen und darüber gequatscht, aber dann mal wirklich sich damit intensiver zu beschäftigen und zu wissen, da hören auch noch Leute zu, ist halt was anderes, als wenn wir es jetzt für uns gemacht haben. Und ja, ich finde immer, wenn ich das jetzt gerade immer noch lese, ne, Platz 19 in den Charts, also das ist irgendwie, weiß ich nicht. Ja, und ich kann es auch... mich da dem Thomas nur anschließen. Also ich sehe da kein Konkurrenzdenken in irgendeiner Art und Weise. Ich will keinen Podcast ausstechen. Ich will nicht besser sein als irgendein anderer Podcast. Ich will, dass wir mit unserem Format einfach erfolgreich sind. Also erfolgreich in Anführungszeichen. dass unser Format bei den Hörern gut ankommt, ohne jetzt zu sagen, ja, die machen das aber viel besser als ihr oder so. Also ja, muss man bedenken, sitzt jeder in seinem Zimmerchen, hat sein Mikro da und wir quatschen mal 3 Fragezeichen. Und die Leute hören einfach zu und denken sich, einfach was für Idioten oder die haben genau recht, eins von beiden. Ne? Also schon krass eigentlich. Hätte es zu unserer Zeit früher nicht gegeben, Jonas. Nee, auf gar keinen Fall. Also wenn ich mir sowas angehört hätte oder so, da hätten meine Eltern, glaube ich, auch gesagt, du bist doch bescheuert, ey. Kannst du dir doch nicht Leute anhören, die sich über irgendwas unterhalten, über eine Folge, die du dir da angehört hast. Aber, ja. Damals hat man das am Lagerfeuer gemacht. Genau, mit Gitarre. Ja. Ja, apropos Jahresrückblick. Wir haben uns ja auf Instagram oder vorher schon mal ein bisschen lustig gemacht. Es gibt ja diese, wie gesagt, diese Spotify-Jahresrückblicke, wo dann die eigenen Top-Songs drin stehen. Bei mir zum Beispiel war das jetzt 5 Jahre lang auf 1 immer Bryan Adams gewesen. Grund, Summer of 69 ist mein absolutes Lieblingslied. Das läuft bei mir abends zum Einschlafen und morgens als Wecker. So, und in diesem Jahr, dank des Podcasts, ist es halt die Welt der Fragezeichen von Christian Rothenwald irgendwie auf Platz 1. Ist Christian Rothenwald auf Platz 1 meiner Top-Artisten. Völlig überraschend. Ich habe schon WhatsApp-Nachrichten bekommen, von wegen, ob mir nicht in Ordnung ist. Also... Ganz lustige Geschichte. Und wir haben uns gedacht, wisst ihr was? Wenn die 3 Fragezeichen Spotify hätten, was wäre denn da auf den ersten 3 Plätzen der Songs? Und da haben wir uns einen kleinen Spaß gemacht und da haben wir auf Instagram halt gepostet und ich denke mal, können wir jetzt auch hier mal so ein bisschen, ich wollte sagen aufführen, aber wir wollen jetzt nicht singen. Jonas und ich haben früher sehr viel über Singster gesungen.
Von daher. Ja, sehr auch viel. Auch erfolgreich. Nein, die Punkte haben wir recht. Wir waren sehr erfolgreich. Also wenn wir, im Duett gesungen haben, dann sind alle aus dem Zimmer gerannt. Genau. Aber die Punktzahl hat gestimmt, von daher. Ja. Ja, fangen wir einfach mal an mit Justus, Platz 3. Jonas, wir haben hier eine gewisse Reihenfolge, ja. Habe ich hier aufgeschrieben. Hau doch mal raus. Bei Platz 3 auf, bei Justus auf Platz 3 so, würde ganz klar Big Bang Theory die Titelmelodie stehen, weil Justus, ja, ist ein Mann, Junge, wie man auch immer es bezeichnen mag, der Wissenschaft und würde diesen Song sicherlich als drittmeisten gehört haben. Ja, Platz 2 eigentlich relativ easy. Ich meine, nach Elvis Meisterdiebs war Justus am Boden zerstört und deswegen auf Platz 2 die Backstreet Boys mit Quit Playing Games With My Heart. Also Brittany ist da immer noch irgendwo in seinem Herzen und er trauert ja immer ein bisschen nach, muss ich sagen. Glaube ich zumindest. Gut, dass wir jetzt nicht singen. Ja, auf Platz 1 ist der Song, der wahrscheinlich jedes Mal in Justus' Kopf abspielt, wenn er einen Fall gelöst hat, nämlich Tina Turner, The Best. Das gibt übrigens auch gleich eine Szene zu in unserer Besprechung. Ich habe heute besprechen, steht kurz im Titel mit drin. Und komme ich dann gleich zu. Aber jedes Mal, wenn ich mir vorstelle, Justus löst den Fall und dann kommt in seinem Kopf immer so, Simply the Best, weißt du? Und er tanzt in seinem Kopf selber dazu. Gedanklich. You better than all the rest. So, genug gelacht. Kommen wir zu Peter. Ja, bei Peter auf Platz 3 steht vermutlich der Song, der ganz klar auf der Surfen mit Jeffrey Playlist sicherlich den Platz 1 hätte, nämlich Beach Boys Surfing USA. Tja, auf Platz 2 bei Peter ist nicht nur beim Podcast Die Zentrale sehr beliebt, sondern auch bei Peters Ausflügen mit dem Skateboard, nämlich von Avril Lavigne, Skaterboy. Übrigens, ein Song, den Thomas und ich bei SingStar in Perfektion immer gesungen haben. Die gibt's auf SingStar? Ja, ja, es gab vor der PlayStation 5 und vor der PlayStation 4 aus der PlayStation 2 mal und da gab es dann SingStar. Ah ja, stimmt. Stimmt, ich habe vergessen. Nell ist ja ein bisschen jünger, die kennt vielleicht gerade mal PlayStation 4 oder so. Ja, wir haben 3 hier zu Hause und immer, wenn ich Geburtstag hier zu Hause feiere, machen wir immer Karaoke, deswegen. Ja, so war bei uns also auch es gab bei PlayStation 2 richtig viele SingStar-Versionen. 80er, ja. Party, Charts, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, was genau. Also, ich glaub, ja, ich weiß nicht, wie die alle hießen. Also, aber das hat immer auch richtig Bock gemacht. Ja, Mikrofon mit Kabel sogar noch dran. Also, wir hatten ein richtiges Mikrofon mit in der Kabel. Hand. Ist ja. Ja. Jetzt, glaube ich, im Handy, glaube ich, mittlerweile. Kann das sein? Keine Ahnung. Wir haben auch Mikro, allerdings ohne also, Kabel. Ja, wir haben auch mit Kabel gehabt. Da war noch nichts mit. mit ohne Kabel. Mit ohne Kabel. Ja. Wie früher immer. Brot mit ohne Butter. ja, dann bei Peter auf Platz 1. Folgende Situation. Ja, zum Beispiel Jadekönig, da passt da ganz gut. Ne? Am Anfang, wo dann der Samurai-Typ, die Samurai-Truller quasi wegrennt. Peter rennt hinterher, den schnappe ich mir. Und dann kommt I need a hero. Ne? Die Musik, die passt so wunderbar dazu. Ne? Wenn Peter ihr hinterher rennt, um ihn zu schnappen. Und am Ende wissen wir ja, es ist nicht von Erfolg gekrönt, von daher passt das eigentlich ganz gut. So, kommen wir zu Bob. Ja, bei Bob auf Platz 3, ein Song, der sicherlich nur in der Playlist auf Platz 3 gelandet ist, weil Jelena ihn dazu angestiftet hat. Und das ist von Vivaldi die 4 Jahreszeiten. Und zwar Frühling Part 2 wahrscheinlich oder irgendwie sowas. Es gibt ja verschiedene Sachen. Ne? Ja, es gibt Winter. Winter ist ganz toll. Auch bestimmt schön. Ich glaube, Winter nicht tatsächlich sogar mit eins der bekanntesten von den 4 Jahreszeiten von Vivaldi? Ja. Ja. Ja, Winter ist eine der bekanntesten 4 Jahreszeiten neben Frühling, Sommer und Herbst. Ja, Vivaldi jetzt. Den hast du bestimmt auch schon gehört, den Winter. Was weiß ich denn? Ja, okay. Ich mach dann einfach mal weiter. Das Schlimme ist, Bobs 1 ist in meinen Jahrescharts irgendwie auch vertreten gewesen als beim Spotify. Deswegen mach mal weiter.
Okay, also mit Platz 2 ist wohl der Song, den Bob jedes Mal hört, wenn er gerade mal wieder niedergeschlagen würde. Nämlich I'm Still Standing von Elton John. Auch ganz toller Song. Ich auch voll was. Sieger, silberne Spindel, weißt du? Bob haut sich die Birne ein, steht wieder auf, was den Mythenfürst. I'm still standing. So, und Platz 1 natürlich unser Casanova Bob Andrews von Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Ne? Also, er verteilt seine Visitenkarten hier, unsere Visitenkarten. Ne? Call Me Maybe. So, das war, und wie gesagt, traurigerweise habe ich halt irgendwo auch bei mir in meiner Playlist drin. Ich habe ja kurioserweise, habe ich ja für jeden scheiße Playlist. Ne? Ich habe meine Playlist für Grillen, Playlist für, wenn ich eine Küche habe, wenn ich Küche was mache, Playlist zum Putzen. Und von daher habe ich heute mal, deswegen ist auch Brian Adams, wie gesagt, immer bei mir ganz oben drauf, der ist immer mit da drin, ganz direkt am Anfang. Ich habe heute in der Küche gestanden, habe gesagt, mach Alexa, Playlist, muss ich aufpassen, nicht zu laut reden, das geht ja hier an. Sag ich dann Playlist Küche, weil ist das, war Lied 1. Summer of 69 von Brian Adams. Lied 2 war S Club 7, Bring It All Back. Kennt ihr wahrscheinlich gar nicht. So ein 2000er Ich kenne S Club Dinge. 7. Ja, ich kenne auch Hannah Spirit. Die habe ich schon mal persönlich getroffen. Tolle Frau. Und der dritte Song war eben Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Von daher kam der auch in meiner Playlist vor, in meinem Jahrescharts. Habt ihr auch Playlists für allen Scheiß? Wahrscheinlich nicht, ne? Immer einfach Ja, allem doch, Gutes. doch, allerdings nach Genre. Also dann habe ich da zum Beispiel Rock, ich habe da aber auch 80s, ich habe Pop und K-Pop und allen ganzen anderen Scheiß. Das war ja auch mal lustig. Wir haben eine Umfrage gemacht bei Instagram, also so ein Quiz in Anführungsstrichen, haben dann unsere Top-Listen gepostet und die Instagram-User konnten dann quasi quizzen, wem die Playlist gehört. Und ich musste auch arg lachen, dass eben halt Nell unterstellt wurde, sie würde Betontot hören. Von daher da dachte ich mir, okay. Ja, vielleicht sie haben die Nell ins Punk-Genre gesteckt. Warum auch nicht? Statt K-Pop dann einfach mal Punkrock. Wieso nicht? Aber ich muss, also ich habe mehr oder weniger einzige Playlist ist meine Sport-Playlist, wenn ich zum Training gehe. Ansonsten höre ich alles durcheinander. Also es kommt auch immer darauf an, wenn draußen auf der Straße irgendwie vorm Fenster Leute stehen oder so, dann mache ich meine Musik dann auch schon mal immer lauter, so frei nach dem Motto, mein Nachbar hört Metal, ob er will oder nicht. Also Also wirklich, gerade wenn die Nachbarn irgendwie im Sommer im Garten wieder total laut sind oder so, dann mache ich die Musik total laut und ja, dann Pech gehabt. Ja, also genug rumgealbert. Kommen wir jetzt zur eigentlichen Folge. Und zwar haben wir ja das ein bisschen geändert. Wir wollten ja eigentlich Spuk im Hotel machen. Und sind jetzt aufgrund der Weihnachtszeit umgeschwenkt auf Odo Finstere. Heißt Spuk im Hotel machen, darauf die Besprechung. Die Folge erschien als Hörspiel letztes Jahr im Oktober und wurde auf der Fanseite drei-Fragezeichen.de zum besten Drei-Fragezeichen-Hörspiel 2020 gewählt. Also habe ich ein bisschen Oh. überrascht. Allerdings habe ich auch geguckt, da kamen halt auch nicht so gute Folgen raus. Also die Folge, die ich noch ganz spannend fand, war die falschen Detektive. Die fand ich noch ganz gut, aber Ja. die sonst noch rauskamen, da war halt nicht so viel Tolles, muss ich sagen. Nee, schon gut, hat sich erledigt. Habe ich mir selber beantwortet, die Frage. Schön. Ja, was kommt, das ist die übliche Frage, was kommt euch als erstes in den Sinn, als wenn ihr an die Folge denkt? Der Krampus. Tatsächlich. Ja. Ja, ich muss sagen, ich dachte ja, kurz als ich Odo Finster, dachte ich mir, die Folge kenne ich gar nicht. So, und dann habe ich die angehört und ich wusste, jedes Mal, wenn diese Szene kommt, wo dann Peter aus dem Wald geböllert wird, besser im Endeffekt. Da bin ich jedes Mal eingepennt. Und irgendwann habe ich sie doch mal zu Ende gehört. Ich bin aber auch einer, muss ich sagen, ich kann solche Weihnachtsfolgen höre ich nur im Dezember. Ich weiß nicht, ob bei euch ist. Ich kann solche Folgen halt wirklich dann nur im Dezember hören, so kurz vor Weihnachten. Das passt sonst für mich nicht. Das ist genau wie die Leute, die meinen, die müssen im September Spekulatius fressen. Geht nicht. Prinzipiell nicht. Ja, Also so Leute wie Nell. Aber
Ich habe das auch. Ich könnte mir die Folge jetzt nicht im Hochsommer anhören oder so. Das ist bei mir so mit dem Lied von den Toten Hosen, Weihnachtsmann vom Dach. Das höre ich tatsächlich nur am ersten und zweiten Weihnachtstag. Und sonst unter dem Jahr höre ich das nicht, weil das sonst keinen Sinn macht. Also es ist so ein Lied, das, ja, ich kann es verstehen. Ja gut, bei Liedern ist noch was anderes. Ich meine, Last Christmas und so, den höre ich ja jetzt auch nicht im August oder so. Ich glaube, nee, glaube ich wahrscheinlich auch nicht. Hoffe ich zumindest. Nee, ich nicht. Aber meine Schwester, die ist da ganz schlimm. Ach, du Jemine. Ja, jeder hat sein Päckchen zu tragen, ne? Nein, aber auch, wie gesagt, auch dieses Spekulatius Domino Steine vor. Ich hatte jetzt schon Probleme damit. Wir haben ja die Folge, die nehmen wir heute auf. Ich glaube, heute ist der 3. Dezember, glaube ich. Und zum Vorbereiten musste ich natürlich schon Ende November hören. Und ich bin so ein Prinzipienreiter. Ich bin so einer, so vorm 1. Dezember höre ich sowas eigentlich nicht. Also ich musste mich echt überwinden. Nein, überwinden nicht. Aber ich bin halt auch nicht in Weihnachtsstimmung. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Oder auch noch gar nicht wahrscheinlich. Nee. Aufgrund von dieser ganzen... Überhaupt gar nicht. Also ich bin aber, was das angeht, auch jemand. Ich gehe auch, also jetzt aktuell sowieso nicht, aber bin nie auf den Weihnachtsmarkt gegangen vor dem ersten Advent. Das macht man nicht. Man geht erst ab dem ersten Advent auf den Weihnachtsmarkt, weil dann offiziell, ich sag mal, die Weihnachtszeit beginnt. Nell verbuddelt sich gerade. Ja, so ein bisschen, so Nell ganz leicht. Nell war schon im September gewesen, wahrscheinlich auf ihrem eigenen Weihnachtsmarkt. Nein, da waren die noch nicht aufgebaut. Aber tatsächlich bin ich schon Ende November mit meinen Freunden dahin. Allerdings ist es einfach so, dass ich schon seit 3 Jahren oder so gar nicht mehr so richtig in Weihnachtsstimmung komme. Ich finde Dekorieren nicht mehr so toll und ja, auf die Weihnachtsmärkte gehe ich halt nur wegen dem Essen. Also für Kirmes. Deswegen, ja, im Endeffekt schon. Ja, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen, zumindest bei mir habe ich so das Gefühl, so ein bisschen aus so Corona geschuldet. Ne? Also es hat angefangen, das erste Weihnachten war ja eh komplett, durftest dich ja mit fast gar keinem treffen irgendwie so. Und das zieht sich, jetzt ist es auch wieder ja so, dass man die Kontakte wieder zurückfahren soll und so, was ja auch völlig okay ist bei den aktuellen Zahlen. Aber ich will jetzt auch keine politische Diskussion starten. Aber ich glaube, man hat dann immer so ein bisschen so dieses, ja, man kommt da nicht mehr so wirklich rein. So ein Motto, boah, ich will jetzt keine ganze Familie einladen bei mir, nur im kleinen Kreis und weiß ich nicht. Also, ich meine, wenn ich an unsere Weihnachten früher zurückdenke, Thomas, wir haben immer groß, also ihr wart ja immer, wir haben immer zusammen gefeiert, die Omas waren immer dabei. Und heute, wenn einer sagen würde, ja, ich lade Hinz und Kunz ein und die ganze Familie, oh mein Gott, bloß nicht. Wir dürfen uns ja nur mit 2 Leuten treffen oder so. Also, und da kommt auch keine Stimmung dann irgendwie auf, ne? Ja. Ja, ich bin so bei uns im Büro, bin ich so der Grinch. Weil die fangen immer an, so Anfang Dezember ihre komischen Tisch-Weihnachtsbäume da aufzubauen, ne, mit ihren komischen Mini-Kübelchen dran und weihnachtlich zu schmücken. Ich denke mir, ach du Scheiße, ich bin im Büro, hau mir ab mit irgendwelchen Weihnachtskacke hier. Da hängt da im Hintergrund eine MSV-Fahne und dann ist gut. Und die fangen da an zu dekorieren. Ich denke mir, ach du Scheiße, ne? Also das ist dann, bin ich nicht so viel zu haben. Das ist so eine Woche vor Weihnachten, fängt es bei mir so an. Wo ich dann sage, jo, jetzt komme ich so in Weihnachtsstimmung, jetzt hast du so bald Urlaub. Dann klingt das alles so ein bisschen aus. Aber vorher ist das alles so, weiß ich nicht. Ist aber mit dem Alter geschuldet. Je älter du wirst, desto schneller geht mal das Jahr vorbei. Ja, also wir haben ja jetzt schon wieder Dezember. Das ist ja Wahnsinn. Ja, das stimmt. Ja, bei mir ist das, ich komme ja um Weihnachten eigentlich gar nicht drum herum. Ne? Allein schon durch die Arbeit im... Nein, ich meine jetzt, selbst wenn ich wollte, also durch die Arbeit im Seniorenheim ist es ja, also wir müssen den Leuten das ja bieten. Ne? Ich kann jetzt nicht sagen, wir hängen jetzt keine Weihnachtsdeko auf, scheiß drauf, Weihnachten ist kacke. Also ist ja jede Etage ist geschmückt. Heute, wir haben ja so einen fahrbaren Adventskalender, da bin ich dann heute mit Weihnachtsmusik und Weihnachtsmannmütze über die Etagen gefahren und habe die Geschenke verteilt. Also, man kommt nicht, aber ich komme trotzdem irgendwie noch nicht so, dass ich sage, boah, jetzt bin ich so richtig in Weihnachtsstimmung. Ich würde dann über den Flur fahren mit Megafon und sagen, der Weihnachtsmann gibt nicht. Und dann ist es vorbei, da gibt es nichts. Als Christkind früher kam bei mir immer. Ja, klar. Wer kommt heute auch noch? Ja, nicht der Weihnachtsmann, das Christkind kommt bei uns. Ja. Wer soll sonst die Geschenke bringen? Der Weihnachtsmann? Oh, Ketzerin, ne? Bist du von der
Coca-Cola-Industrie hier geschult worden, um das hier einzureden. So, komm, naja, warte. Meine Familie ist da recht zwiegespalten, weil auf der Seite meiner Mutter ist halt immer der Weihnachtsmann und auf der Seite meines Vaters ist immer das Christkind. Hör auf deinen Vater. Ja, der ist mir sympathisch. Der hat auch gesagt, der Slop hat die Mauer zum Einschutz gebracht. Der hat Ahnung, der Kerl. Ja. Ja, wo waren wir jetzt? Ach ja, eure Gedanken, wenn ihr an die Folge denkt, außer Krampus jetzt, haben wir noch irgendwas anderes. Das Lustige ist ja, vorweg, Jonas hat die Folge zur Hälfte nur gehört. Also wir haben kurz vorher über die Folge gesprochen. Wie, Seilbahn, die seilen sich irgendwo ab, Pilzcreme, hä? Worum geht's hier? War schon sehr amüsant. Also ich weiß, worum es grob in der Folge geht, aber ich habe es tatsächlich in den letzten Tagen nicht geschafft. Also ich habe sie zum Einschlafen immer gehört, das war halt so der Fehler. Und bin dann irgendwann, glaube ich, so wach geworden und habe gedacht, oh, da fehlt jetzt aber eine ganze Menge irgendwie. Aber ich Anfang und Ende weiß ich, reicht. Ja gut, ich habe mir die ersten Gedanken, als klar, wir besprechen die Folge, lassen wir weg. Ich glaube, das haben wir ja jetzt quasi schon genug erörtert. Aber was macht denn für euch so eine Weihnachtsfolge aus, eine typische Weihnachtsfolge aus? Ich meine, wir haben ja jetzt, ich glaube, 3 Weihnachtsfolgen, ne? 3? 5. Advent, dann ja. Die He-Man-Geschichte und jetzt die Odo Finstere. Yep. Was ist denn für euch, was gehört denn für euch so da rein, in so eine Weihnachtsgeschichte, in so eine Weihnachtsfolge? Weihnachten? Ja. Nein! Wir haben 100 Leute gefragt, was gehört für sie in eine Weihnachtsfolge? Weihnachten. 100 Punkte. Ja. Es ist nein, aber auch schwierig. Also, achso, ja, ich sag du ruhig. Nee, jetzt sind wir wieder beim Thema. Ich will dir gar nicht mehr so oft reinreden. Sag du, nein, sag du, nein, sag du. Nein, sag du. Nein, ich trau mich aber nicht. Frag du lieber. Das muss zumindest kurz vor Heiligabend, Weihnachtszeit sein. Also kann jetzt nicht sich irgendwie erster Advent oder so, darf die jetzt nicht anfangen und dann nur ums erste Adventwochenende drehen. Also es muss schon so um die Weihnachtsfeiertage sich drehen. Schnee muss, ja, irgendwie gehört dazu. Haben wir ja hier leider in Deutschland, beziehungsweise in NRW nicht so viel. Ja, da war schon. Was war es von dir? Na, okay. Solche Sachen halt, also weiß ich nicht. Also ja, erster, nee, mach du, komm. So klassische Sachen, aber ich weiß, was Jonas meint, aber das Ding ist halt einfach, wenn man die Folgen jetzt mal miteinander vergleicht, also die 3, die wir haben, ziemlich armselig, aber egal, die sind untereinander wirklich schon extrem verschieden. Also die He-Man-Folge an sich ist ja nochmal ganz anders, aber ich glaube, im 5. Advent ermitteln die bei einer alten Dame, glaube ich, irgendwie so. Ja. Genau, ja, und hier fahren sie in Ferien und ist halt irgendwie trotzdem, also Weihnachten ein großes Thema, aber irgendwie ist es dann trotzdem jedes Mal anders. Ja, ich muss sagen, jetzt beim 5. Advent ist ja so, dass sie halt diese 5. Kerze auf ihrem Adventskranz entdeckt. Und ich finde den 1. Advent auch kitschiger von den ganzen, war natürlich auch die erste Weihnachtsfolge gewesen, halt europäisch kitschiger, sage ich mal. Da wurde ja viel typisch Deutsches mit eingebaut mit Nikolaus und Pipapo. Und da gab es halt auch einige, ja, Leerstellen, sag ich mal, also Türchen. Ich hab's diesen Adventskalender damals wirklich dann jeden Tag gehört. Das weiß ich noch. Und da gab's halt so Tage, wo dann, ja, heute passiert mal nichts, zum Beispiel. Fand ich damals ganz witzig, muss ich sagen. Auch heute noch finde ich ja ganz witzig. Einfach nicht dieses künstliche in die Länge gezogen, sondern es gibt einfach mal Tage, wo nichts ist. Ja, kitschiger auf jeden Fall. Aber es passt halt zu Weihnachten, ne? Dieser bisschen mehr Kitsch. Das wird eine normale Folge, passt halt nicht so rein. Aber in so eine Weihnachtsfolge gehört es irgendwo da rein. Das ist halt alles so ein bisschen gefühlslastiger, sag ich mal, und kitschiger, wärmer von der Atmosphäre her. Von daher passt das ganz gut. Und was halt auch mal drin ist in so Weihnachtsfolgen, sind immer diese Cliffhanger zwischen den einzelnen Türchen, sag ich mal. Ne? Die haben wir ja hier auch jetzt in der Folge. Die auch einfach reingehören, einfach damit du dranbleibst auch im Endeffekt. Ne? Damit du halt diese Spannung hochhältst. Aber wie geht's morgen weiter? Ja, und halt dieses typische Weihnachtsmotiv im Endeffekt. Wir haben jetzt hier über, ja, den Krampus jetzt quasi mit drin. Wir haben halt den Adventskranz als speziellem in dem ersten Adventskalender. Im zweiten, in der Himmelfolge, hatten wir ja, dass diese Spielfiguren halt um Weihnachten rum rauskommen sollten, meine ich, oder so. Weihnachtskonvention. Ja, ja. Ja, irgendeine merkwürdige Folge, muss ich sagen, obwohl ich He-Man-Fan bin.
Ich bin damit aufgewachsen, von daher. Ich habe mehrfach Carson Gwesga verteidigt, also von daher. Also ich persönlich, ne? Also nicht hier irgendwelche Figuren. Ich habe persönlich Carson Gwesga vor Skeletor und Hordak verteidigt, also mit Schwert, allem drum und dran. So, kommen wir doch zur kurzen Zusammenfassung der Folge in drei Sätzen. Wie gesagt, Jonas hat nicht mal geschafft, die Folge zu hören, deswegen musste ich den ganzen Kram machen. Ne, er hat auch wenig Zeit gehabt, die freut sich gerade auch einen Ast ab, dass ich den ganzen Kram machen muss. Also war ich der Depp gewesen, der jetzt hier die Folge in drei Sätzen zusammenfasst. Also, bei einem idyllischen Weihnachtsurlaub in einer Berghütte namens Snowflake Lodge werden die Gäste, zu denen auch die drei Fragezeichen zählen, von einer weihnachtlichen Schreckensgestalt namens Krampus terrorisiert. Während sie durch ihre Ermittlungen die Liste der Verdächtigen immer weiter eingrenzen können, werden die Anschläge des Krampus immer heftiger. Am Ende stellt sich heraus, dass hinter den Anschlägen ein Konkurrent der Snowflake Lodge steckt, der diese durch die Geschehnisse in ein schlechtes Licht rücken wollte. Zack, ab ist der Lack. Eigentlich gar nicht so viel. Mhm. Ja. Kein Applaus, bin enttäuscht. Ja. So, aber. Da kann man ruhig mal klatschen. Seid also zufrieden. Aber ich muss ja sagen, ich bin ja eigentlich eher derjenige, der immer die Folgen aus ein bisschen anderer Sicht sieht. Und deswegen habe ich noch eine zweite Zusammenfassung gemacht. Aus der anderen Sicht. Um den drei Fragezeichen ihren Weihnachtsurlaub mit Tante Mathilda und Onkel Titus erträglicher zu gestalten, instruiert der Besitzer der Unterkunft Santa's Cottage einen Fall, der nicht nur die drei Fragezeichen, sondern auch die anderen Gäste der Snowflake Lodge beschäftigt, indem der Krampus, eine weihnachtliche Schreckensgestalt, im Hause umgeht. Dank des Krampus lernen die drei Detektive nicht nur Neues über europäische Weihnachtsbräuche, sondern auch die Umgebung, die ihre Einwohner besser kennen. Auch für Action ist gesorgt, denn nachdem Justus, Peter und Bob den Fall gelöst haben, werden sie beim großen Finale noch stilecht mit einer Waffe bedroht. Sie können diese Bedrohung jedoch ganz weihnachtlich Herr werden. So, einfach mal aus der Sicht des Bösewichtes. Finde ich viel interessanter, ey. Ah. Verstanden? Ich hoffe, war nicht zu schnell vorgelesen. Ich war gerade so. Nee. Alles gut. Ich war nur gerade so, okay, aus welcher Sicht ist das jetzt? Es hat sich so ein bisschen wie so ein Werbeklappentext angehört, aber auch war gut. Ja, buchen Sie jetzt im Santa's Cottage. Wir haben die geileren Fälle. Völlig legitim, finde ich gut. Sollte man so machen. Ich sollte Werbeanzeigen demnächst. Hören Sie unseren Podcast, nicht die anderen. Wir sind cooler. Nein. Kommen wir zum Klappentext. Jetzt bist du aber an der Reihe. Ist okay. Also, für Tante Mathilda erfüllt sich ein lang gehegter Wunsch. Gemeinsam mit Onkel Titus, Justus, Peter und Bob will sie Weihnachten in einer verschneiten Berghütte feiern. Die besinnliche Stimmung wird schnell getrübt, als eine gehörnte Schreckgestalt in die Idylle hineinbricht. Doch auch unheimliche Vorfälle und Robotschaften halten die drei Fragezeichen nicht davon ab, diesem Rätsel auf den Grund zu gehen. Ja, ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen gewundert, ne? Der Anfang ist ja, Tante Mathilda erfüllt sich einen lang gehegten Wunsch. Sie möchte unbedingt mit Onkel Titus, Justus, Peter und Bob in den Urlaub fahren und Weihnachten feiern. Ja! Ja, ich finde, da greife ich jetzt schon mal ein bisschen vorweg mit Beginn der Folge. Es wird ja dann auch so erklärt, Peter und Bob feiern dann nachträglich mit ihren Eltern noch Weihnachten, wo ich mir gedacht habe, ja, wenn man das jetzt so macht, dass man sagt, okay, man wechselt sich jetzt jedes Jahr ab, weil man mit seiner Partnerin, mit seinem Partner, wie auch immer, bei den jeweiligen Familien Weihnachten feiert und dann die Weihnachtsfeiertage macht. Aber bei denen, hey, wir gehen lieber mit Titus und Mathilda und Justus und machen einen Weihnachtsurlaub. Wir feiern dann nachträglich mit euch. Ja, sind die wahrscheinlich schon gewohnt, die Familien von Peter und Bob, von daher. Ja, das kann sein. Ja, was waren denn eure Gedanken nach Klappentext und Cover? Ich meine, Cover ist ja eigentlich ziemlich geil, ne? Wir haben ja eigentlich dieses Besinnliche mit den Socken an dem Kamin, der Weihnachtsbaum wird noch ein bisschen gezeigt. Und dann hast du halt den Schatten von diesem Krampus, der quasi die ganze besinnliche Stimmung quasi zerbricht. Ja, eure Meinung dazu? Das Cover, das finde ich eigentlich relativ schön düster. Zumindest für Weihnachten oder so eine Drei-Fragezeichen-Folge. Also ist natürlich klar, dass jetzt nicht irgendwie da wirklich der Krampus unterwegs ist oder generell irgendein Monster. Aber irgendwie mag ich das Cover dann doch relativ gerne. Und der Klappentext war jetzt so ein Klappentext halb. Also da fand ich jetzt nicht irgendwie was Besonderes oder so, aber ja. Ja, der Klappentext ist halt sehr, sehr allgemein gehalten im Endeffekt. Ne? Gibt eine Schreckgestalt und Vorfälle und Robotschaften. Ja, das ist halt drei Fragezeichen.
Typisch. Jonas, hast du auch eine Meinung? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das zu einer der Folgen gehört, wo ich mir damals weder Klappentext durchgelesen habe, noch Cover angeguckt habe, sondern die Folge einfach gehört habe. Deswegen ist es jetzt ganz gut, dass die Zusammenfassung oder der Klappentext immer in den neuen Folgen am Anfang vorgelesen wird, weil ich mir die nämlich nie durchlese bei den neuen Folgen. Ja, das Bild ist natürlich klasse, ne? So, du hast, wie du schon sagtest, Weihnachtsstimmung und dann hast du diesen Schatten einfach nur. Und ein Schatten mit etwas, was man ja nicht wirklich sieht, erzeugt ja immer so ein bisschen unheimliche Stimmung. Ja, dann kommen wir auch zum Anfang der Folge. Ja, Fragezeichen fahren ganz Jingle Bells singend in den Urlaub zur Snowflake Lodge mit Das ist Tante so Mathilda, Onkel schrecklich. Titus und wollen Weihnachtsurlaub machen. Oder gibt es kein TV, kein Handyempfang, kein Internet? Das ist quasi der Anfang. Die kommen dann da an und sind halt da richtig schön in Weihnachtsstimmung, Schnee und so weiter. Ja, wie man es gerade schon sagte, dieser Gesang am Anfang dachte ich mir, ach du Scheiße. Das ist jedes Mal Fremdschämen angesagt, bei mir zumindest. Ja, ich finde es auch. Und ich bin mir auch nicht zu 100% sicher. Ich meine da auch immer rauszuhören, dass teilweise Textfehler irgendwie da drin sind oder dass es nicht ganz der eine singt einen anderen Text. Also es kann aber jetzt, vielleicht, weil ich da auch in der Szene nicht immer so genau hinhöre oder nicht hingehört habe, wo ich die Folge gehört habe. Einmal. na, ich finde es am Anfang, finde ich es wirklich, also da denke ich mir, boah, Leute, und ja, Justus isst natürlich die erste Dose Kekse fast komplett alleine. Wie könnte es auch anders sein? Da ist ja dieses Klischeehafte auch, ne? Direkt zu Beginn, Justus, das Pummelchen, das Dickerchen, die Fressmaschine. Ja, aber geile Kekse, hallo, da bin ich auch dabei, ey. Ja, aber, ja, und Bob fährt, ne? Also Ja, Bob Bob fährt, es fährt. fährt nicht Titus oder sonst Nee. wer. Deswegen muss Bob auch mit, weil keiner von den anderen fahren will. Wahrscheinlich sitzen die auch alle im kleinen Käfer vom Bob, ey. Ja. Nee, guck gerade sehr überrascht. Ja, Das ist tatsächlich so, sicher? ich glaube, Ja. ja, Justus sagt irgendwie, Bob sagt irgendwas mit, jetzt hör auf, die ganzen Kekse alleine zu essen oder so. Und Justus sagt, du Ja. konzentrier dich mal lieber auf die Straße. Ja, mal wieder auf die Meine ich, irgend Straße. sowas in der. Nee, deine Gedanken zum Beginn der Folge, komm. Ja, war etwas sehr klischeehaft, aber auch vor allen Dingen so typisch weihnachtsmäßig kitschig. Also es hätte auch wirklich aus einem Familienweihnachtsfilm stammen können. Meiner Meinung nach zumindest. Man muss ja dazu sagen, Ja. wer letztes Jahr die Fanatiker gehört hat, die haben auch einen Jingle Bells Song gesungen. Also wer da kann da gerne mal reinhören in die Weihnachtsfolge vom letzten Jahr von den drei Fanatikern. Da hat Nell ein Lied geschrieben und die drei haben was gesungen. Also so, zack, hier direkt erstmal geoutet. Na danke. Mahlzeit zusammen. Jetzt nicht erschrecken, Thomas hier. Ich sitze gerade am Schnitt und ich dachte mir, ach, weißt du was, so als kleinen Fanservice und vielleicht ein klein wenig, um unser Küken Nell zu ärgern, begibst du dich mal ins Archiv der drei Fanatiker und suchst diese Jingle Bells Version einfach mal raus. Ja, und da ich mit Bob schon mehrfach akustisch Recherche betrieben habe, bin ich natürlich fündig geworden. Also viel Spaß mit einem Auszug der Jingle Bells Version der drei Fanatiker. Jingle bells, jingly smells, just to solve the case. Peter crashed another car and Bob is far away. Hey, jingle bells, jingly smells, just to solve the case. Peter crashed another car and Bob is far away. Hey! War ganz witzig, aber ist halt nicht meine Musik. Ich hätte lieber so ein Let It Snow von Frank Sinatra zum Beispiel. Finde ich geil. Das ist für mich Let sowas. It Snow ist richtig gut. Und Drive oder Driving Home for Christmas ist eins meiner absoluten Weihnachtslieblingslieder. Hätte es aber nicht gepasst, die fahren da weg. Das ist ja völlig egal. Die fahren aber. Hauptsache, die fahren. Na, also dieses Let It Snow, das ist für mich so richtig Ja. so was Beruhigendes, so winterlich, zur Ruhe kommen. Finde ich geil. Und Stirb langsam. genau. Zum Beispiel. Am Ende von Teil 1 und Teil 2 kommt Let It Snow. Glaube ich. Oder kommt es von Teil 1 auch? Ja, ne? Also bei Teil 2 auf jeden Fall, glaube ich. Habe ich schon ewig mehr geguckt. Wer kennt den Film überhaupt? Vom Hören her. Solltest du dir angucken. Klassische Ja, Weihnachtsfilme. ja. Die ersten beiden Teile sind klassische Weihnachtsfilme.
Ist das jetzt ein Witz oder meint ihr das ernst? Das ist eine Frage, die könnte ich die Hörer beantworten. Nein. Nein, es spielt ja um Weihnachten rum. Ja. Ernsthaft? Ja. Oh. Ist jetzt nicht Kevin allein zu Hause, aber ist okay. Es sterben Leute. Langsam. Ja, halt Actionfilme. Ja, ist ein Actionfilm. Aber ist so ein Weihnachtsklassiker, den ich früher mit meiner Mama immer an Weihnachten war klar, wenn der kommt, irgendwie erster, zweiter Weihnachtstag, wir gucken Stirb langsam, weil gehört, ist ein Weihnachtsfilm. So wie Tödliche Weihnachten oder so. Oder der weiße Hai, nein. Was ja ganz geil ist bei der Folge, die haben ja kein Fernseher, die haben kein Handyempfang, kein Internet. Heißt, wir gehen ja da richtig so in dieses klassische Format über, ne? Also zumindest am Anfang. Das heißt, ne, die müssen ja mit Walkie-Talkies arbeiten. Die haben wir ja gleich, auch bis zum Beginn der Folge bei Jonas Lieblingsszene. Die einzige Szene, die ihr wahrscheinlich noch gehört hat. Nein, ich habe auch noch andere Szenen gehört. Ja. Und die müssen ja auch von der Telefonzelle aus mit der Mrs. Grayson ruft Bob ja da an und sagt dann sogar noch zu den sagt er dann noch zu den beiden, ich bekomme übrigens noch von jedem von euch $5 Telefongebühren. Ja, also ich finde das geil, dass halt wirklich diese klassische zurückfällt im Endeffekt, ne? Wie gesagt, zumindest am Anfang, hinterher haben wir ja diese Internetgeschichte, aber du bist halt abgeschnitten, du weißt eigentlich sofort, yo, da passiert was, die können keine Hilfe holen, großartig, außer mal ein Telefonat zu führen. Von daher schon mal ganz nice. Jonas, dann erzähl doch mal die eine Szene, die du kennst. Genau, also Peter entscheidet sich ja dazu, noch ein bisschen Ski zu fahren. Und wie Thomas schon sagte, hat Walkie-Talkie dabei und wird dann von einem anderen Skifahrer verfolgt. Und wundert sich dann, dass er am Anfang das noch für einen Zufall hält. Aber er folgt ihn ja und verfolgt ihn immer weiter und irgendwann bewirft Peter ihn dann ja auch mit einem Schneeball, während er mit Justus spricht und Er will ihn bewerfen, der ist ja weg, oder? Ja. Er ist dann weg. Der ist ja dann weg. Ja, und macht dann unheimliche Geräusche und Peter findet sich im Wald wieder. Und das ist so für mich dann so der Punkt, es ist klar, irgendwas hat der Skifahrer natürlich eine Bedeutung. Es ist jetzt nicht einfach, dass man ihn so einbaut. Und da ist es schon ein bisschen, fand ich, so spannend. Es wird ein erster Gegenspieler in irgendeiner Form eingebaut, aber man weiß noch überhaupt gar nicht, in welcher Form hat er irgendwas damit zu tun. Also ist es jetzt so, dass er jetzt auf die drei Fragezeichen abzieht, weil ihm jetzt ausgerechnet Peter begegnet? Geht es allgemein um die Gäste, allgemein um die Lodge? Und da kommen dann auch die Walkie-Talkies ja zum Einsatz. Und da ist es dann auch ganz witzig, irgendwann meldet sich Peter ja bei Justus. Und Justus sagt dann so ganz trocken, hat der Herr auch mal endlich die Zeit, sich zu melden oder so in irgendeiner Form. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Und ja, um Peter aus dem Wald herauszulotsen, nehmen sie Feuerwerkskörper, die sie in die Luft schießen. Und Peter stellt ja dann auch fest, er ist schon relativ nah eigentlich am Hotel oder beziehungsweise an der Lodge dran, aber hat sich im Wald einfach die Orientierung verloren. Und da, ich finde es einfach so spannend, dass ein Gegenspieler schon sehr früh eingeführt wird in die Folge, aber es im Dunkeln gelassen wird, in welcher Form er jetzt was mit der Folge, sage ich mal so, zu tun hat. Also ist es jetzt Zufall, dass er Peter verfolgt? Ist es jetzt generell auf die drei Fragezeichen gemünzt? Das fand ich so spannend an der Szene. Ich mag die Szene eigentlich auch ganz gerne, obwohl ich mir das erste Mal gedacht habe, als dieser Gegenspieler dann aufgetaucht ist, war ich dann so im ersten Moment, okay, was kommt jetzt? Kriegt Peter einen jetzt auf den Schädel und da wird er irgendwie sonst so jetzt weggeschafft? Weil das ist eigentlich meistens doch so der Fall, wenn einer der drei Fragezeichen irgendwo alleine ist und ein Gegenspieler kommt, dann wird der meistens aus dem Weg geräumt. Wenn der Bob heißt, ja. Zum Beispiel. Und da kommt ein Swiss Standing. Ja, könnte zum Beispiel auch kommen. Ja, weil ich ein bisschen komisch fand, am Anfang, die kommen ja quasi da an und die trennen sich erstmal. Bob geht erstmal schön in die Bibliothek, in die hauseigene, denkt mir, okay, du alter Bücherwurm, viel Spaß. Ne, Justus setzt sich auf die Veranda, schön dick eingemümmelt und Peter denkt sich, ich gehe erstmal Skifahren.
Das war schon ein bisschen, wenn man am Anfang da ankommt, da geht man eigentlich zusammen weg oder erkundet zusammen die Gegend. War zumindest bei uns früher so als Kinder, als Jugendliche. Und er denkt sich, okay, ich will lieber meine Ruhe haben. Ja, ich würde mich normalerweise alleine auf mein Zimmer verziehen. Aber das ist ja auch so ein bisschen, was so dieser Anfang, wenn du sagst, wo sie sich trennen. Das auch so ein bisschen, finde ich, so diesen guten Einstieg in diese Weihnachtsfolge macht. Wir kommen erstmal an, jeder geht jetzt erstmal so seinen Weg, man ahnt nichts Böses und dann Peter will nur Skifahren und wird auf einmal verfolgt. Klar, der geneigte Hörer weiß, aha, da passiert jetzt gleich was. Die geneigte Nell sagt, aha, gleich kriegt einer von denen einen um den Deckel. Ist dann enttäuscht, dass es nicht so ist. Ich finde, dass in der Folge, die ist ja auch was länger. Ne? Wir haben ja immer wieder festgestellt, der Thomas hat immer gesagt, immer die Folge geht 3 Stunden. Das ist ein bisschen länger zu hören. Dass es ein guter Einstieg ist. Also du wirst nicht, du hast ein bisschen mehr Spielraum, um in die Folge reinzukommen. Du musst nicht direkt sagen, keine Ahnung, mit der Tür ins Haus fallen, sondern die können erstmal ihre Wege gehen und dann ist Peter natürlich prädestiniert als Schisser Shaw dafür, ausgerechnet er muss verfolgt werden, ne? Und hat zwar ein bisschen Mut, als er ihn mit einem Schneeball bewerfen will, aber also ich finde den Einstieg da gar nicht so schlecht. Übrigens, als er dann Justus walkie-talkie-mäßig hier kontaktiert, wo Justus sagt, aber klar, bald ist doch Silvester. Und dann ist für mich die Szene, wo bei Justus im Kopf, simply the best, weißt du, vorher dann wieder die Idee hat, ich weiß, wie ich ihn raushol. Ne? Also, der dicke Tanz zu Justus in seinem Kopf singt hier Turner the best. Also von da, dann dachte ich mir auch, das war aber auch so, dieses ganze Walkie-Talkie-Gespräch war so komisch, weißt du, so Justus am Überlegen, aber klar, bald ist doch Silvester. Und Peter so, ja, bald ist Silvester. Und jetzt? Ja, such dir schon mal einen Platz, wo du hier freie Sicht hast. Wie komme ich dann am 1. Januar, komme ich dich dann holen? Aber war halt ein bisschen merkwürdig, ne? Also, übrigens auch die Stelle, wo ich gerade am Anfang immer permanent eingeschlafen bin. Ja, es ist ein bisschen, wie es so gespielt ist oder im Hörspiel rübergebracht wird, schon klar, es ist ein bisschen komisch. Aber es ist ja auch so, dass Justus ihn ja, glaube ich, am Anfang auch überhaupt nicht ernst nimmt. Ne? Er sagt, ja klar, natürlich, du bist hier so nach dem Motto, du bist hier im Skigebiet. Natürlich sind hier andere Leute auf Skiern, die da auch langfahren. Du bist jetzt nicht der Einzige. Aber wie gesagt, ich finde wirklich am besten, es wird ein Gegenspieler schon eingeführt, von dem man weiß, er wird eine Bedeutung haben als Gegenspieler, aber man weiß absolut nicht was, weil die Folge, wie gesagt, viel zeitlichen Spielraum bietet, um da auch reinzukommen. Ja, dann bleiben wir noch bei diesen Gegenspielern, bei den Anschlägen und den Glöckchen. Ich meine, wir haben ja die Verfolgung von Peter, wir haben diese Weihnachtskarte, wo dann Tante Mathilda erzählt, dass sie früher mal da ein Trauma von hat, von diesem Krampus-Typen. Den Kuss, den Tante Mathilda dann abbekommt, mit schönen Grüßen vom Krampus. Und die Kette in der Auflaufform. Was sagt ihr denn dazu, zu den ganzen Geschehnissen? Ich meine, ist ja wirklich dann sehr viel, was am Anfang dann wirklich dann stattfindet. Du hast halt diese Glöckchen. Diese Glöckchen finde ich eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen. So als drohendes Symbol, als Markenzeichen. So was mag ich ja eigentlich, ne? So als Vorboten, ne? Ja, ja. Ja, ja, Vorboten eher so als Markenzeichen, als Signatur quasi des Anschlages im Endeffekt. Was haltet ihr von diesen ersten Anschlägen? Ich meine, das ist ja halt sofort. Die Weihnachtskarte ist ja relativ harmlos im Endeffekt, ne? Dann diese Knutsch-Szene mit Tante Mathilda, die ist ja schon ein bisschen. Ja, scary. Ich meine, die liegt da im Bett und kriegt dann gut auf die Wange mit schönen Grüßen vom Krampus. Und denkst dir, holy shit, das war nicht Onkel Titus. Ja, Mahlzeit. Gut, die Kette in der Auflaufform war ja jetzt eher so, naja. Ja, eure Meinung zu den Anschlägen? Eigentlich relativ harmlos, aber die haben halt doch schon irgendwas an sich, was ist das Ganze so ein bisschen gruselig macht, finde ich. Vor allen Dingen die Kuss-Szene hier mit dem Krampus, die fand ich extrem creepy. Ja, ich muss also auch die Szene mit dem Kuss, die finde ich auch schon ein bisschen krass unheimlich. Ich muss sagen, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Kette in der Auflaufform aufgefunden wird oder wenn die Auflaufform dann runterfällt, weil die Kette da drin ist, die das so schwer macht,
deutet ja erstmal alles darauf hin, dass es sich gegen die drei Fragezeichen in irgendeiner Form richtet, ne? Weil Mathilda hat diese Weihnachtskarte und erzählt von ihrem Trauma. Mathilda wird von ihm dann vom Krampus, Krampus in Anführungszeichen, besucht im Zimmer. Und da hat man immer so, okay, ist das jetzt auf Tante Mathilda gemünzt oder auf die drei Fragezeichen? Gut, dann bei der Kette so in der Auflaufform, spätestens da ist eigentlich klar, okay, es ist allgemein, richtet sich allgemein jetzt gegen die Lodge oder gegen alle Beteiligten in dem Ganzen. Aber ich finde die Kette in der Auflaufform, jetzt wenn man das nochmal so Revue passieren lässt, in der Verfolgung von Peter, Weihnachtskarte, Tante Mathilda mit dem Kuss, macht die Kette in der Auflaufform das irgendwie so ein bisschen kaputt. So vorher ist so richtig dieser Gruselfaktor, Verfolgung und Trauma und keine Ahnung, heimgesucht im Zimmer und dann, ja, da legt man eine Kette in die Auflaufform und die Auflaufform fällt runter, weil sie zu schwer ist. Ja, sag mal, ist ja so, dass die Anschläge hinterher immer härter werden, in Anführungsstrichen. Kann natürlich auch sein, dass diese Kette, Kettengeschichte, einfach nur vielleicht improvisiert worden war. Ich meine, die Köchin steht ja mit unter der Decke. Und vielleicht war einfach nur improvisiert, um dann, weil eben halt keine Aufmerksamkeit dem Ganzen gegeben worden ist, also nicht die man sich ja erhofft hat. Deswegen wurden die Anschläge ja immer heftiger. Vielleicht war das ein bisschen improvisiert. Kann natürlich auch sein. Ich meine, diese ganze Kussszene ist natürlich dann von der Dramaturgie wesentlich schlimmer als halt diese Kette in der Auflaufform, klarer Kiste. Mhm. Ja, da haben wir natürlich die ganzen, erstmal tun wir mal zum Krampus selber. Habt ihr vorher gewusst, was der Krampus überhaupt ist? Ja. Okay. Ich glaube, es gab mal irgendwann einen Film über, ich glaube, es war sogar ein deutscher Film, da habe ich den Namen mal so gehört, aber ich konnte mit Krampus bis tatsächlich zum Zeitpunkt der Folge wirklich nichts anfangen. Ich kenne Knecht Ruprecht als Bestrafer oder als derjenigen, der die Nüsse den Kindern bringt, oder Kohlen, der Kohlen bringt er ja den Kindern, die nicht artig waren. Aber den Krampus. Ja, Krampus habe ich schon mal gehört. Allerdings war mir jetzt auch nicht so bewusst, also ich meine, vor allem, wie der aussieht, hier von wegen Teufelshörner, den ganzen Kram. Ist natürlich schon wesentlich schlimmer als unser Knecht Ruprecht. Wobei, Knecht Ruprecht, da kann ich auch eine Story zu erzählen. Da habe ich mir extra notiert, dass ich die erzählen möchte. Mein Papa, der ist ja früher bei uns im Haus, aber wir haben mehrere Familien gewohnt und waren alle großartig miteinander befreundet. Mein Papa hat früher immer den Nikolaus gemacht, an Nikolaus. Und wir Kinder immer schön großmäulig vom Weg. Ach, der Nikolaus, der kann uns mal, der kann es überhaupt nichts. Mit seinem blöden goldenen Buchtag. Geschenke gibt es trotzdem. Ja, und ein Jahr kam dann halt der Vater eines anderen Kumpels als Knecht Ruprecht mit. Und der sah auch richtig gruselig aus. Und wie halt wir Jungs so sind, wir haben uns ja nicht in der Couch versteckt und den ganzen Kram. Da kam wirklich mit Kettenrasseln kamen wir dann da an. Und der Oberknaller war gewesen. Der war dann, mein Vater und der Knecht Ruprecht, bei einer Familie. Und da gab es dann, das Kind war lieb gewesen, gab es dann Geschenke. Ne? Und dann sagt die Mutter zu dem Kind, und was sagt man, ne, als er Geschenk bekommen hat? Dann sagt das Kind allen Ernstes, alles Gute zum Geburtstag, Nikolaus. Und mein Vater und Knecht Ruprecht, die sind schnell aus der Wohnung gerannt, weil die so lachen mussten. Ne? Das kann man, mein Vater erzählt die Geschichte so heute, finde ich total geil, immer total lustig, total süß. Im Endeffekt steht da so ein, ich glaube, 6- oder 7-jähriges Kind und sagt, alles Gute zum Geburtstag, Nikolaus. Fand ich sehr überragend. Ne? Finde ich heute auch lustig, die Geschichte. Muss ich unbedingt erzählen, finde ich toll. Ja, dann kommen wir doch mal zu den Bewohnern. Die sind ja alle verdächtig im Endeffekt. Das heißt, wir haben ja jetzt, die Folge baut ja so auf, dass eben halt alle Bewohner erstmal verdächtigt sind, plus ein paar außenrum. Und die Liste wird halt nach und nach abgearbeitet im Endeffekt. Ja, wir haben ja die Fergusons, die Betreiber der Snowflake Lodge. Oh, Schneeflocken-Dinge, wo es geht, ja. Komm, blöder Name für ein Hotel. Aber gut, die Amis halt, ne? Ja, ne, jetzt lach nicht. Die sind ja schon mal mit drin in der Verlosung mit dieser Schneemensch-Geschichte. Heißt, die haben ja damals dann, ihre Hütte da zu bewerben, haben sie halt so einen Schneemenschen erfunden, der dann da durch die Gegend gezogen ist und für Unruhe gesorgt hat und eben halt so als Touristenattraktion diente. Dann Deborah, die Köchin, die ist ja so, ist halt so mit dabei, die ist dann nicht größer im Fokus. Dann haben wir ja diese Audrey Falcott, die übrigens von Anja Topf gesprochen wird, die auch die Jenny Collins spricht, ne? Also diese Nachrichtentante, habe ich nicht wiedererkannt, ne? Davon ab. Und Deborah Snell, logischerweise, ne? Das ist ja dieselbe Person.
Selbe Sprecherin. Und der guckt gerade nach. Ja. Mein Name ist Jenny Collins. Ne, ist doch hier unsere Reporter-Tante. Aus welcher Folge nochmal? Ja, mehrere. Oder hier Geisterschiff, der war schnell. Komm schnell, wo Peter anhält. Ja. Ah, stimmt, stimmt. Komm schnell, komm schnell hier. So, und dann haben wir noch. Also die ist ja, die Audrey ist halt wirklich so verdächtig, weil sie halt dauernd besoffen ist, oder wenn es so tut, mit ihrem Cocktailglas, da durchs Hotel streift und irgendwie eben halt eigentlich von dieser Jury ist, die diesen Preis da vergibt, ne? War das so gewesen. Und sie ist da, die macht dann, bricht dann in die einzelnen Zimmer ein, guckt dann irgendwie, ob er Staub gewischt worden ist und so, was Bob halt falsch versteht. Oder sie ist halt auch auf dem Männerklo und schminkt sich da und all solche Geschichten. Ist dann auch bei der Kussszene von Tante Mathilde hat sie Schuhe an, mit Nachteil und Schuhe an, was schon ein bisschen merkwürdig ist. Heißt, die spielt eigentlich eine große Rolle. Dann haben wir ja diesen Jerry White, der Journalist von der Lokalzeitung, der kurz vor dem Rauswurf steht und mit einem Hotelgutschein dahin gelockt worden ist, im Endeffekt. Hier später wissen. Übrigens wird dieser Jerry White von Matthias Keller gesprochen, der bei der Fragezeichen-Tour auch mit dabei ist. Also wenn er den Dieter Pan-Tour noch macht, der ist damit auf der Bühne. Ich hoffe jetzt auch noch. Der ist ja auch schon verdächtig, weil er ja bei Tante Mathilda-Szene schon mit der Kamera direkt vor Ort ist und sofort ja alles festhält. Ne? Der ist ja generell immer sehr flink dabei und fotografiert alles. Dann haben wir diesen Jester Balance, diesen Immobilienmakler, der an Urlaubsresorts beteiligt ist, gerade im Bereich Wintersport. Plus, und außerdem hat er noch dieses Telefonat, ne, wo er dann sagt, mach gefälligst, was ich sage und was schon sehr auffällig ist. Das heißt, wir haben eine ganze Liste an Leuten, die hier auftauchen, die alle sich irgendwie merkwürdig verhalten, die alle eine Rolle spielen könnten und die da Fragezeichen sind halt dabei, die Liste quasi die ganze Folge über abzuarbeiten. So richtig klassisch im Endeffekt. So eine wie so eine Bucketlist. Ja, da haben wir ja auch noch, dazu kommt noch dieses Kind, was da vermeintlich in der Pension ist. Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht, als dann immer wieder diese Sachen aufgetaucht sind, wie, ich glaube, Brausepulver war es, ein Kinderschuh, glaube ich. Teddy war auch. Teddy, glaube ich, auch, ne? Ja. Ja, ja. Also für mich war eigentlich schon klar, da muss irgendwo ein Kind sein, im Endeffekt. Also ich meine, das sind nicht Sachen, die einfach mal so liegen geblieben sind. Tatsächlich muss ich sagen, ganz am Anfang dachte ich mir so, vielleicht hat das der Krampus in Anführungszeichen da so hingelegt, also zusätzlich zu den Anschlägen und den Karten, die halt auch wieder auftauchen, dass er dann auch diese Kindersachen verteilt hat. Aber an sich fand ich das, auch selbst wenn es nicht der Krampus war, fand ich schon so ein bisschen gruselig, weil halt niemand über dieses Kind anscheinend Bescheid wusste. Vielleicht haben die Kinder auch verloren, der Krampus sich alle geholt hat. Wäre natürlich auch geil gewesen, ey. Ja. Na, ich muss auch sagen, ich habe die Sachen auch dem Krampus zugeschoben oder ja, zugeschoben, sagt man da, glaube ich, in dem Fall. Und habe jetzt auch nicht gedacht, ja, da ist jetzt ein Kind und ich halte es da, wie du es als Zitat eingebaut hast, wie Bob, das halte ich für völlig abwegig. Ja, schon krass, ja. Bob sofort sagt, nee, halte ich für abwegig, dass hier jemand ein Kind versteckt und Justus auch damit mit einhergeht. Ne? Von daher untypisch für Justus im Endeffekt. Aber ich glaube, das ist jetzt, um da mal Nels Gedanken aufzugreifen, mit Krampus, der die Kinder klaut und dass sie die Kindersachen dann so verloren haben. Ich glaube, weil Justus ja sich auch über den Krampus ja informiert hat, der weiß ja natürlich mal wieder absolut, wie der Krampus so abgeht. Und dass es tatsächlich auch zu diesem Krampus-Spiel dann vielleicht für Justus gehört. Ne? Klar, der Krampus klaut die kleinen Kinder oder verschleppt die Kinder und deshalb liegen hier Kindersachen rum. Ein bisschen um diesen Mythos Krampus weiter aufleben zu lassen. Ja, klar, komm, du kannst so sehen. Dann kommen wir auch zu Nels Lieblingsszene. Wir fangen einfach mal schon damit an, dass eben halt die drei auf dem Weg zu Joe auf den Ranger treffen. Die brauchen wir hinterher auch noch. Okay, also die drei sind halt dann unterwegs, weil sie, wie gesagt, zu diesem Joe, zu diesem einsamen lebenden Typen halt da wollen. Tell Joe. Ja, allein der Name ist schon so ein bisschen rote Flagge für mich, aber
Die treffen vorher noch mal kurz auf Tante Mathilda und Onkel Titus, die von ihrem Spaziergang zurückkommen. Und etwas später treffen sie dann eben auch noch auf einen Ranger. Ein Parkranger oder einfach normaler Ranger war das? Corey ja. heißt ja. Gute Kerl. Wie sprichst du das aus? Corey. Würde ich sagen. Ich bin Deutscher, ich spreche Corey aus. Corey. Jedenfalls, sie treffen dann auf den und der hat anscheinend hinten auf der Ladefläche da einen toten Bär liegen, der anscheinend auch von einem etwas größeren Tier abgemetzelt wurde, wo er sich allerdings nicht erklären kann, was das sein könnte. Und da die Krallenspuren und so extrem groß sind, denkt Peter sofort an das Foto vom Krampus zurück, weil der hat ja auch anscheinend diese Riesendinger. Und denkt sich so, oh, okay, der Krampus hat dann gerade mal eben diesen Bären abgeschlachtet. Ja. Weil er Hunger hat. Nein, das war fun. Etwas unsinnig, aber... Die Weihnachtsplätzchen haben nicht mehr gereicht. Ja, vor allem sagt ja der Ranger auch von wegen, der müsste eigentlich Winterschlaf halten, der Schwarzbär, der getötet worden ist, was ihn ja hinterher mit zu Fall bringt, sag ich mal. Ne? Und dann kommen wir jetzt zu deiner eigentlichen Lieblingsszene, sag ich mal. Yes. Der Skilift. Also, die wollen dann, wie gesagt, mit dem Skilift auf den Berg hoch. Klappt auch erstmal alles ganz toll. Skilifte generell finde ich auch ganz super. Musst du halt nicht den ganzen Berg hochlatschen. Aber was dann nicht so toll ist, sie bleiben stecken, weil irgendjemand hat den Skilift ausgestellt. Was natürlich nicht ganz so toll ist. Und dann fragen sie sich, okay, scheiße, wir sind hier sehr hoch. Es weiß niemand wirklich, wo wir sind. Kann ein bisschen dauern, ist nicht unbedingt gerade sehr warm. Und wie kommen wir jetzt irgendwie runter? Und dann überlegen sie, was sie so machen können. Bob schlägt ja zum Beispiel vor, dass über dieses Seil zum nächsten Pfahl da irgendwie gehen sollen, wo Peter dann direkt sagt, nee, hier vergiss mal lieber ganz schnell. Und dann im Endeffekt läuft es daraus hinaus, dass sie ihre Jacken und Schals zusammenkloppen, sodass Peter, das arme Schwein, schön runterklettern darf. Ja, Peter hat mal wieder die Arschkarte gezogen, macht das dann, widerwillig allerdings erstmal. Und dann kommt natürlich auch schön Nebel auf, während Peter da sich runterhangelt. Und damit das Ganze dann noch perfekt ist, taucht vermeintlich auch der Krampus auf. Ganz toller Cliffhanger war das da. Verdammte Physik, sagt der Justus auch noch. Ja. So richtig schön, der Nebel zieht auf, dann kommt der von Justus, verdammte Physik, da hinten ist ein Fluss und hier Temperaturunterschiede und deswegen gibt es Nebel. Und ich denke mir, als Peter auch denken, Alter, weißt du was, du kannst dich mal kreuzweise und dann fängt er an zu bimmeln. Und ich denke mir, oh Gott, ey. Ja. Aber Peter, clever wie er ist, ne, er hat ja dann sein Telefon rausgeholt und so getan, als würde er um Hilfe telefonieren. Da muss ich auch wirklich sagen, ich selber wäre nicht unbedingt drauf gekommen, deswegen hier Pluspunkt für Peter. Ja, definitiv. Und dann geht es ja auf einmal weiter. Dann geht ja der Schiff wieder angeschaltet. Der arme Peter muss dann durch den Nebel. Tut mir so leid. Ja, der musste dann nach oben. Der musste dann nach oben stapfen und Peter, Justus ruft ihm auch zu, ne, von wegen, wir treffen dich oben. Ja, der muss sich ja so verarscht gefühlt haben. Jetzt, ja, also, das war schon. Vor allem kommt er dann oben an. Vor allem, ich glaube, das war, glaube ich, auch eine Cliffhanger-Szene, ne? Wo dann plötzlich dann die weiterfahren, glaube ich. Mit dem Messer, genau. Ach, das war ja auch, muss ich sagen, das war ja auch eine Szene, wo ich denke, boah, alter Schwede, boah, irgendwie. Nee. Die kommen halt oben an, treffen und dann kommt ja dieser Joe auf ihn zu. Peter, ne, klasse Tat, die du da geleistet hast und so weiter und so fort. Und dieser Joe nimmt dann wieder Fahrzeug mit zu seiner Hütte, die verrammelt und verriegelt ist und schließt da erstmal alles auf. Unterhalten sich dann und dann sagt er, ja, ihr seid nur hier, um mir meine Pilzcreme zu klauen. Und ich denke mir, ja, okay, was ist bei dir falsch? Und lustig ist ja auch, dieser Joe, wie wir jetzt wissen, ist gesprochen von André Bayer und der ist die Stimme von Justus' anderem Onkel Percival aus Kelches Schicksals. Von daher ist dann Justus' anderer Onkel quasi mal durchgedreht und macht da oben ein paar Pilzcreme. Aber es ist dann auch wieder so ein klassischer Peter, ne? Der hat wieder die sportlichen Aktivitäten. Ja, er ist auch nicht mega ängstlich. Ich meine, er ist ja jetzt trotzdem noch besonnen.
Gerade jetzt, wenn seine Freunde dabei sind, ist er ja generell so ein bisschen besonderer. Ja, am Anfang ja genauso. Er hat ja erst Schiss, aber als er mit Justus spricht, da ist dann wieder so dieser Schwenk zum Normalen, sag ich mal. Nicht dieses Ängstliche, sondern zum diesem Normalen. Und jetzt ja genauso. Ja, er hat ja zwischendurch auch immer so diesen Hang dazu, dass Justus ihn ja immer wieder ein bisschen so runterholt. Ne, den Krampus gibt's gar nicht und das ist nur eine Märchengestalt. Und also ich kann mich Nell da nur anschließen. Ich wäre jetzt auch nicht darauf gekommen, einfach so zu tun, als ob ich jetzt telefoniere um Hilfe. Ich wäre vielleicht schreiend weggerannt, aber das wäre es dann auch gewesen. Ne? Ich muss auch sagen, den Trick, den Peter ja da hat, den hat er ja von Bob, wie du auch erwähnt. Also Bob ist eigentlich der Cleverer an dieser Stelle. Credits zu Bob. Schade, Peter. Ja, aber diese ganze Joe-Szene, ne? Diese, wo dann Joe das Messer rausholt, die drei bedroht, ihr wollt nur meine Pilzcreme, das ist doch irgendwie aller Schwede. Schon ein bisschen, Ein bisschen? Ja, okay, also, du kannst es mit dem Alien-Typen aus Medusa vergleichen, wenn du es so sehen willst. Ja. Das ist ja auch ein bisschen behämmert. Bisschen. Du musst die Folge irgendwie füllen, ne? Welche? Beide. der Medusa-Typ, ja. Vielleicht will ich auch spannend. Irgendwann mal. Ja, spannend, genau. Nennen wir es spannend. Nee, aber das hast du ja häufiger hier jetzt, finde ich, in dieser Folge, dieser 3-Stunden-Folge, die musst du ja irgendwie füllen. Und sie füllen die ja damit, dass sie eben halt die ganze Zeit lang immer wieder neue Verdächtige mit ins Spiel bringen, die drei dann eben halt auskundschaften müssen. Jetzt auch hier dieser Joe, der erzählt ihnen ja von diesem Alistair, der ja vorher mit der Jenna Ferguson zusammen war und diesen Schneemenschen gemimt hat. Und er glaubt eben halt, dass dieser Alistair Ferguson da irgendwie eine Rolle spielt. Und daraufhin kommen wir dann zu meiner Lieblingsszene. Die drei Fragezeichen sind da zurück in der Snowflake Lodge. Der Krampus hat hinterm Haus einen schönen Schneemann gebaut, wo er halt so macht als böser Geselle vom Nikolaus oder wie auch immer. Baut man einen Schneemann hinter das Haus. Nein, er hat dann einen bösen Schneemann gebaut mit Klingelchen schön dabei. Und da gehen sie halt hin und finden halt diesen Anhänger von Massachusetts, so hast du richtig gesagt, ne? Irgendwie so. Massachusetts, schönes Wort. Wie kann man einen Staat so nennen? Schweigen. Weiß nicht, Massachusetts? Ja, ich bin gerade über Massachusetts? Massachusetts? Massachusetts, so ungefähr. Ja. Ist auch schön. Gut, wie wir gesprochen haben. Und da finden sie halt auch diesen Anhänger, der eben vermeintlich diesem Alistair gehört. Und da kommt auch die ganze Alistair-Szene nochmal ins Gespräch, ne? Diese ganze Schneemensch-Geschichte. Und Peter und Justus machen sich dann zu Alistair auf, um ihn halt mal zu befragen im Endeffekt. Das läuft dann so ab, dass Justus, fangen wir mal andersrum. Peter steht Schmiere für eine Straßenlaterne und guckt dann, was die Nachbarn so machen. Justus klingelt und es ist aber keiner da. Und er hält dann ein Auto in der Einfahrt. Und da kommt halt ein Mann aus, was machst du hier? Ne, also richtig so feindselig, wie ja auch Alistair beschrieben wird am Anfang. Er wird ja wirklich so als aggressiv beschrieben, der ja eben halt auch nicht entdeckt werden wollte als Schneemensch und diesem Gast dann eine geschmiert hat. Oder generell sich dann eben halt auch als den großen Heilsbringer für die Snowflake Lodge gesehen hat, weil er ja die Idee mit dem Schneemenschen hatte. Er wird ja wirklich so als abgehoben, unfreundlich, gewaltbereit irgendwo beschrieben. Und den Eindruck hat man ja dann da auch. Und es kommt dann auch wieder dieser Cliffhanger, ne, dass er plötzlich dann kurz Cut ist. So, und dann kommst du am nächsten Tag wieder in die Folge rein. Und du merkst aber mal, Moment, der ist gar nicht so drauf, wie man den beschrieben hat. Ne, er ist ja wirklich relativ freundlich. Ich komme aus dem Urlaub und hier meine Lebensgefährtin, die zwei Kinder. Wir kommen vom Flughafen, wir haben Urlaub da und da gemacht. Und er ist ja dann wirklich sehr freundlich zu Justus. Und das ist so ein bisschen, dass er so einen Turn der ganzen Geschichte bringt, weil er einfach nicht zu der Beschreibung passt, die ihm halt die anderen den dran gegeben haben. Und er hat halt auch immer noch seinen Anhänger, auf den er so schwört. Heißt, er hat ihn nicht da verloren, sondern er wurde da von jemandem platziert.
Und damit ist Alistair aus der Nummer raus. Und meine Lieblingsszene ist deshalb A, weil es halt so ein Turn ist, dass dieser Alistair halt nicht dieser Bösewicht ist, wie er dargestellt wird. Und hier fängt es quasi an, dass jetzt hier die Leute nach und nach ausgeklammert werden aus der ganzen Geschichte. Dass halt die Auflösung des Falls beginnt. Hm. Deswegen gefällt mir die Szene eigentlich ganz gut. Und sie ist halt auch nicht so drüber, wie halt diese Cyber-Szene finde ich auch ziemlich geil, aber halt dieser Joe, der, boah, nee. Also, und wie gesagt, die Peter-Szene am Anfang, da bin ich immer eingepennt. Jedes Mal. Am Anfang. Ich brauche so viele Anläufe, um die Folge zu hören. Das ist Wahnsinn. Habt ihr eine Meinung zu der Szene? Oder habe ich schon alles gesagt? Wahrscheinlich schon, ne? Schon so. Eigentlich schon, ja. Oh, schön. Ja, dann kommen wir doch zum Ende, beziehungsweise wir können ja kurz darauf eingehen, dass Peter ja auch beim Ranger, auf den sie ja nochmal treffen, am Auto, eben halt einen Anstecker sieht von einer Elfenbäckerei, der ja hinterher auch wichtig ist. Jonas, weiß gar nicht, wovon wir reden. Doch, jetzt, so langsam kriege ich es wieder auf dem Schirm. Ja, wie fand ihr das Ende? Ich meine, dann erzähl mal das Ende. Ich habe es ja ein bisschen aufgeschrieben, sicherheitshalber, damit wir da so einen roten Faden haben, Peter und Justus stoßen dann auf ein Plakat, was auf die Verleihung der Ice Princess, also bei der nur noch zwei Resorts im Rennen sind, hinweist. Bei der anschließenden Internetrecherche ermitteln die beiden dann den anderen Finalisten, Santa's Cottage, mit der Elfenbäckerei, deren Button Peter bei dem Ranger gesehen hat. Und dass Audrey eigentlich Mitglied der Jury ist, kommt dann halt auch noch so nebenbei schön raus. Außerdem finden sie heraus, dass Jester Balance sich mit seinem Resort aus dem Wintersportgeschäft zurückziehen und auf den Schwerpunkt Karibik konzentrieren möchte. Ist auch nachvollziehbar, ne? Also ich würde auch lieber sagen, Schwerpunkt Karibik ist mir angenehmer als der Winterkacke. Oder seid ihr eher so Winterleute? Ich weiß gar nicht. Also ich weiß, ich bin eher der Herbsttyp, weil im Sommer zu heiß und im Winter zu kalt. Guck mal an, wo du bist, ne? Also Ich wollte eigentlich sagen, ich bin kein Skifahrer. Also ich kann kein Skifahren, ich bin so der Rodler dann eher, aber das ist das Einzige, was ich am Winter gut finde, sind die Après-Ski-Partys. Aber ich bin auch eher so der Sommertyp, so am Pool liegen, so einen schönen Cocktail, so ein Tequila Sunrise in der Hand, so lecker, lecker. So ein schön... Oder ein kaltes Bier geht auch. Schön Pepsi Twist, Pepsi Max Cocktail. Ja, ich glaube, da habe ich schon die Geschichte, ne? Wir hatten damals beim Bruder am 30. habe ich dann mal so eiskalt ein paar Flaschen Pepsi abgefüllt mit Long Island Iced Tea. Und meine Cousine, also Jonas Schwester, sagte immer, was trinkt ihr denn da? Wir trinken Pepsi. Da haben wir uns halt immer schön die Long Island Iced Tea Mischung dann gegeben. Und sie meinte, wir würden Cola trinken. Das war schon sehr, sehr lustig. Ja. Klingt aber jetzt nicht so lustig, muss ich sagen. Klingt gerade ein bisschen doof. Ich fand's lustig. Wir waren voll, hat sich gelohnt. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Darf ich dann weitermachen? Wenn du noch weißt, wo du warst, ja. Ja, ich weiß, wo ich war. Na gut. Ich weiß, wo du warst. So, ich hab's gerade wieder gelesen. Also bei der letzten Krampus-Aktion wird dann der Ranger Curry, niedergeschlagen und angeblich das Kind von der Köchin Deborah entführt, den sie aufgrund eines Sorgerechtsstreits mit ihrem Mann in ihrem Zimmer versteckt hatte. Da heißt der große letzte Anschlag des Krampus. Ja. Hat das Kind geholt und Deborah erzählt dann auch von wegen, ne? Sie hat ja einen Sorgerechtsstreit und ist da völlig, völlig aufgelöst. Sie hat ihn versteckt. Sie wollte Weihnachten mit ihm verbringen, mit dem Sohn. Und großes Tohuwabohu im Hause Snowflake Lodge. Wichtig ist aber nicht das Sorgerecht, sondern wer das Aufenthaltsbestimmungsrecht hat. So, was? Ich habe was gelernt bei Sozialrecht. Auch in Amerika? Keine Ahnung, ich kann jetzt nur von Deutschland sprechen. Könnte jetzt einen Exkurs machen in der Hinsicht, aber... Mach mal über die Auflösung. Ja, Inspektor Cotta kommt dann auch wieder ins Spiel,
weil aufgrund des Nummernschilds sich der vermeintliche Ranger als Eventmanager von Santa's Cottage herausstellt. Und der Journalist Jerry McBride hat von ihm diesen Hotelgutschein bekommen, mit dem er kostenlos in dem Snowflake Lodge wohnen kann, um quasi über diese Aktion vom Krampus zu berichten, damit negative Presse gemacht wird über die Snowflake Lodge und er mit seinem Santa's Cottage im Endeffekt diese Ehrung, diese Verleihung dieses Ice Princess Pokals, wie man es auch immer nennen kann, Auszeichnung bekommt. Und die vermeintlich liebe Köchin Deborah, die sich nur um ihr Kind gesorgt hat, stellt sich dann ja noch als Komplizin heraus, weil sie ja quasi vom Eventmanager von Santa's Cottage erpresst wurde oder erpresst wird, da sie als Kind früher auf die schiefe Bahn geraten ist. Also sie hat halt Angst, ne, dass das rauskommt und sie dann ihren Job verliert. Was natürlich dann dazu führte, dass sie halt erpressbar war. Ja, eure Meinung zu dieser Auflösung am Ende? Ich meine, man hat ja schon relativ früh das Gefühl, es geht halt gegen diese Snowflake Lodge, ne? Also die Frage ist halt nur, wer macht es? Und dadurch, dass eben halt diese Konkurrenz dann plötzlich ins Spiel kommt, dass nur zwei im Finale sind, in der Endausscheidung sind, macht es dann relativ simpel. Und wir haben ja dann noch den finalen Showdown, ne? Wo dann dieser Corey sich dann quasi outet als dieser Eventmanager und dann eben halt stilecht die Gäste mit einer Knarre bedroht, ihnen großzügig Schweigegeld anbietet, wenn sie die Klappe halten. Und wenn sie nicht die Klappe halten würden, er weiß, wo sie alle wohnen und dann kommt er sie besuchen. Wahrscheinlich ohne Geschenke dann. Und er wird aber dann schließlich dann eines Hinweises von Tante Mathilda von Peter unter einem Weihnachtsbaum begraben. Also ganz stilecht, weihnachtlich wird er dann vom Weihnachtsbaum zu Fall gebracht. Eure Meinung zu dieser Auflösung? Ja, im Grunde, du hast es ja schon gesagt, ne? Es ist relativ schnell eigentlich klar, dass es gegen die Lodge im Allgemeinen geht. Also man weiß ja noch nicht so am Anfang von dieser Preisverleihung, aber es ist ja relativ schnell klar, dass es sich gegen die Lodge so im Allgemeinen richtet. Und da kommt dieser Gedanke, es ist ein Konkurrent, der dahinter steckt, der die Lodge schlecht machen will, der vielleicht die Lodge kaufen will oder sich vergrößern will als seine Resorts oder so. Das ist schon relativ schnell für mich klar gewesen. Nur, ja, wie du schon sagtest, man weiß nicht, wer. Also man weiß nicht genau, wer jetzt dahinter steckt. Und dann dieses, du hast es ja schon mal auch erwähnt, dieses Ausschließen, dieses Klassische. Nach und nach werden alle Verdächtigen mehr oder weniger ausgeschlossen, bis am Ende dann halt nur noch einer überbleibt. Das heißt, die Auflösung, die ist eigentlich gar nicht so schlecht. Wenn man da mal so, also wenn ich da für mich so drüber nachdenke, eigentlich finde ich die gar nicht so schlecht, die Auflösung. Auch wenn es so ein total simples Motiv einfach ist. Aber vielleicht finde ich die jetzt auch gar nicht so schlecht, weil die letzten Folgen, die rauskamen, ich gar nicht so gut alle fand und das jetzt einfach mal wieder so komplette. Es ist einfach mal wieder so nach dem Motto, bringt mal so frischen Wind, obwohl die Folge schon alt ist, bringt es in meinem Hören mal wieder so frischen Wind rein. Irgendwie so klassischen frischen Wind. Die Folge ist ein Jahr alt. Also so alt ist die Folge nicht. Ja, aber es sind ja schon ein paar andere Folgen rausgekommen und wir haben es am Anfang gesagt, kein Handy, kein Internet, kein Fernsehen. Du hast diese klassischen Sachen, ne? Wieder Bob ruft über die Telefonzelle in der Zeitungsredaktion an. Also die könnte ich mal eben ihr Smartphone rausholen. Ich google mal eben ganz kurz. Cottage, Snowflake Lodge, ne? Gibt es Konkurrenten oder so. Und das macht die Folge dann aber auch wieder so gut, auch wenn sie erst ein Jahr alt ist. Ich muss sagen, dafür, dass sie ja fast drei Stunden geht, hat sie doch irgendwie gar nicht so viel zu bieten, finde ich. Also du hast ja wirklich am Anfang diese Verfolgung mit Peter, du hast dann diese Bärengeschichte, du hast die Seilbahnfahrt mit diesem ganz komischen Joe-Typen da mit seiner Pilzcreme, du hast dann ja die Anschläge von dem Krampus, die jetzt aber jetzt auch nicht so extrem lang sind, sag ich mal, sondern immer so beiläufig so als Events eingebaut worden sind. Und du hast halt eben halt die Alistair-Szene und die Auflösung. Also für drei Stunden
passiert ja meiner Meinung nach relativ wenig. Wenn ich mir andere Folgen anhöre, die so eine Länge haben, oder wesentlich, gefühlt zumindest. Ich meine, ich habe ja jetzt nicht besprochen, aber gefühlt passiert da wesentlich mehr. Also es ist Murren von Nell, okay. Zur Kenntnis genommen. Ja, es stimmt halt schon, aber irgendwie... Ach. Die Frage ist natürlich auch, wie kannst du so eine Adventskalender-Folge, die du ja jeden Tag immer ein Stück hörst, wie komplex kann man die machen, ohne dass du den Faden verlierst? Schwierig. Naja, weil du hast halt immer so Teile, du musst ja quasi immer so einzelne Szenen haben, wo du einen Cliffhanger einbauen kannst und am nächsten Tag geht's weiter. So, du hast immer so, ich glaube, zwei Stücke meistens immer nur, ne? Ja. So, und dann immer so ein bisschen Beiblatt, sag ich mal, wo du dann eben halt so ein paar Nebenanschläge mal kurz reinstellen kannst. Du könntest die Folge ja auch im Prinzip, könntest du ja endlos lang gestalten, indem du immer wieder ein paar mehr Anschläge einbaust, ne, die dann immer für die Intensität immer höher werden, bis halt zu dieser Kindesentführung am Ende. Das heißt, ist natürlich dann auch clever gemacht, da du die Folge halt strecken kannst, im Endeffekt. Ohne an Story einzubüßen oder sonst irgendwas. Also du könntest das quasi so lange bauen, wie lustig bist. Wie so eine Domino-Steinstraße. Ja, ist ja so. Du machst ganz komisch. Schon. Ja, aber ich stelle mir jetzt gerade so vor, wo du sagst, du kannst die Folge halt so unendlich strecken. Ja, aber irgendwie macht's das für mich die Folge dann auch so irgendwie wieder in gewisser Weise interessant, weil sie nicht so gehetzt ist wie jetzt vielleicht andere Folgen. Also du kannst da auch mal wieder zwar ein paar Ruhemomente einbauen, um den Hörer vielleicht mal wieder so ein bisschen runterzuholen. Deswegen, wie ich sagte, wie am Anfang, du kannst einen Gegenspieler quasi kurz anreißen, aber noch nicht direkt verraten, in wie er da irgendwie mit reingehört, sondern du kannst es strecken. Also ich weiß, ich finde das irgendwie an dieser Folge so, du gehst so gemächlich durch die Folge, so ganz entspannt. Ja, das stört mich aber irgendwie ein bisschen, an mich persönlich. Ich finde, da fehlt so ein bisschen so mehr Action-Part, ne? Ist halt komplett reine Ermittlung. Und ja, gut, dann halt diese Krampus-Geschichten, die werden halt immer nur, er war da. Er war ja nie wirklich, tritt ja wirklich nie richtig in Szene, wo du dabei bist. Ne? Er baut den Schneemann, die Kette ist da, Tante Matildas Kuss wird dann auch nur erwähnt, dass er da gewesen sein soll, da gewesen ist, wie auch immer. Aber du hast halt nie wirklich dieses Aufeinandertreffen, drei Fragezeichen, Krampus, wo du wirklich diese Action-Szene hast. Einzige, wo ich halt noch gelten lasse, ist halt diese Nebelszene mit Peter, wo er dann da vor Ort ist und dann ein mögliches Aufeinandertreffen quasi angedeutet wird, aber es gar nicht dazu kommt. Deswegen fehlt mir da so ein bisschen so der Action-Punkt, sag ich mal. Ich glaube aber auch, dass du die Action nicht so ganz bringen kannst, weil du ja, wie gesagt, jeden Tag nur so ein Stückchen immer präsentiert kriegst. Und so eine Folge, die durchgehend ist, da kannst du so eine Action-Szene, ich sag jetzt mal übertrieben, über 10, 15 Minuten laufen lassen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange die Schnipsel immer waren, die jetzt pro Tag veröffentlicht wurden. Aber ich glaube, wenn du so einen Abbruch in so einer Action-Szene hast und dir denkst, boah, jetzt muss ich warten, so bis morgen weitergeht, du hörst die Folge, klar, am Ende hört man sich die vielleicht nochmal komplett im Stück an, ne, um einfach wirklich den Zusammenhang zu haben. Aber ich glaube, vielleicht ist es das, was dir ja so ein bisschen fehlt. So, ich höre jeden Tag nur ein Stückchen von der Folge. Ich höre die nie so wirklich, wenn eine neue Folge rauskommt, einfach am Stück durch. Ich kann mir die mehrfach am Stück anhören und habe immer Anfang bis Ende. Und jetzt habe ich nur, hörst du am Tag 3, hörst du dir dann immer, was weiß ich, die ersten 6 Schnipsel an oder so. Und denkst dir dann, das weiß ich nicht. Ich fand es bei der Folge irgendwie gut oder bei diesen Adventsfolgen. Nell guckt jetzt schon irgendwie so und grinst sich. Die hat die Folge schon vorher gekannt. Die hat Connections nach Sony. Nee. Aber ich bin tatsächlich eine der Frevler, die dann die gesamte Folge hören an einem Stück ohne Unterbrechung. Also da ist nichts mit Adventskalender bei mir. Ja, ich muss sagen, die Folge habe ich ja auch jetzt komplett gehört. Ich hatte den 5. Advent, hatte ich wirklich damals Fenster für Fenster gehört. Und gefällt mir eigentlich besser. Ich meine, ich gehe jetzt quasi mehr in die Richtung, wie fandest du die Folge, wurden ja deine Erwartungen erfüllt? Ich muss sagen, so als Weihnachtsfolge, jein, da fehlt mir halt so ein bisschen so der Kitsch. Ne? Guck, wir haben jetzt, Weihnachten
ist jetzt nicht so, da ich sage, das ist jetzt, steht da quasi vor der Tür. Hätte auch jeder andere Preis sein können, den ihr verteilt. Eins wirklich ist das Thema Winter und Krampus. Und dieses Weihnachtliche, das geht mir irgendwie ein bisschen flöten. Oder? Ja, doch. Es spielt schon keine so wirkliche Rolle, ne? Das fehlt mir so ein bisschen. Ja, aber die Frage ist halt, was hättest du denn jetzt zum Beispiel in der Folge dann noch so Weihnachtliches reingetan, damit es eine Weihnachtsfolge für dich wäre? Ja, ein bisschen mehr Kitsch, würde ich fast sagen. Also dieses typisch Kitschige, was ja beim Fünfer Fenster schon drin ist, ne, mit diesen ganzen, mit den Bräuchen. Ich finde die Folge auch so, weiß ich nicht, also ich habe da, wenn ich an die Folge denke, irgendwie nur Schnee, Berge. Mehr habe ich da nicht. Ich habe ja keinen Vermieter, gar nichts. Das könnte auch eine andere hier mit der Hütte die Folge sein. Hier, wie heißt die noch? Sag schnell. Weißes Grab? Genau, Weißes Grab zum Beispiel. Könnte auch da spielen. Zur selben Zeit, zum selben Ort. Das ist halt so. Außer jetzt der Krampus. Ich verstehe. Ja, was? Ich verstehe, was du meinst. Du könntest jetzt, um mal Thema vorhin angesprochen, Karibik aufzugreifen, könnte es genauso sein. Es könnte einfach nur um den Kampf zwischen zwei Hotelketten gehen, als Beispiel. Ja. Und es wäre beliebig austauschbar und du würdest den Unterschied gar nicht merken, wenn sie jetzt anders erschienen wäre. Zu Justus, Peter und Bob brauchen wir gar nicht so viel zu sagen. Jeder hat so seine einzelnen Szenen, aber jetzt, da fällt jetzt auch keiner großartig auf. Ne? Außer jetzt die Peter-Szene mit der Seilbahn, mit dem Sessellift. Das ist schon auffällig. Ansonsten Bob eher ruhig, recherchemäßig unterwegs. Justus wieder mit seinen Gedanken und Ideen, der ja Bob auch korrigiert, als Bob dann Audrey hier hinterher spioniert und meint dann, sie würde den nächsten Anschlagspunkt für den Krampus ausspionieren und kommt dann eben halt Justus durch die Internetrecherche, die er ja betrieben hat, darauf, dass Audrey halt von diesem Komitee ist und klärt das dann auf. Und Peter dann am Ende auch nochmal so ein bisschen durch das Finale, durch Tante Mathilda, die Weihnachtsbaumaktion gegen den Bösewicht. Auch mal kurz im Fokus, aber ansonsten muss ich sagen, ich finde da jetzt keinen von den dreien, der da irgendwie übermäßigen Anteil hat. Ist halt so, die plätschern so zusammen vor sich hin. Ja. Ja, sie haben halt so ihre zugeschriebenen Eigenschaften, ne? Justus, der Denker, sage ich mal, Peter, der Sportliche in seinen Szenen und Bob halt mit seiner Recherche. Ja, aber jetzt auch nicht so herauskristallisiert, sag ich mal, wie es in anderen Folgen ist, sondern so. Nein, das jetzt nicht, aber es ist so, also das wird immer so angerissen, ne? Wenn du eine Seilbahn-Szene nimmst, Peter, der klettert da oder Peter geht Skifahren, Bob macht Recherche, so. Also es ist halt so dieses, was du von den dreien irgendwie so mittlerweile erwartest. In einer gewissen Form. Also. Ja, aber auch immer gefühlt. Wir hatten das ja schon des Öfteren Charaktereigenschaften, ne, die jeder von denen so hat, die dann irgendwann im Laufe einfach so gegeben werden. Ja, aber auch gefühlt irgendwie so auf eine, für mich auf eine langweilige Art und Weise. Jetzt nicht so, dass ich sage, boah, yo, jetzt kann er glänzen, sondern ist so, bis auf die Seilbahn-Szene, muss ich sagen, ist alles andere so, ja, austauschbar, beliebig. Finde ich. Stimmt. Ja. Ich meine, soll die Folge jetzt nicht schlechter machen, als sie ist, also um Gottes Willen, ich finde die Folge gar nicht so verkehrt. Nur als Weihnachtsfolge im Ganzen, ohne sie jetzt als Kalender zu hören, ist sie halt so, ja, okay. Sag ich mal. Ich meine, wir können gleich auf eure Bewertung und Note kommen. Ich meine, wir sind ja eh schon fast in dem Fahrwasser, von daher, ne, fangen wir einfach mal an. Ja, das Ding ist halt, ich tue mich damit ein bisschen schwierig, weil ich die Folge schon eigentlich relativ mag, aber sie hat halt, wie gesagt, diese kleinen Szenen, wo ich tatsächlich auch immer kurz vorm Einschlafen war. Schwierig. Vielleicht 6 Punkte? Ja, schau ich doch mal auf. Ja, Jonas? Doch, 6. Ja, ich sehe es fast so ähnlich wie Nell. Ich finde die Folge irgendwie, die hat was. Die ist für 3 Stunden eine solide Folge. Ist auch mal, was ich schön finde, so ein bisschen entschleunigt in manchen Punkten. Ich sehe es aber dann auch so nicht so weihnachtsmäßig. Man kann das halt austauschen, die Story auf jeden andere Konkurrenzkampf in irgendeiner Form geben und als Krampus dann halt einfach nur ein Bösewicht der Anschläge verübt machen, aber trotz alledem würde ich dem Ganzen auch eine 6,5 geben.
Ja, ich muss sagen, ich bin auch bei Neville. 6 Punkte ist die Folge bei mir auch gut bedient, muss ich sagen. Ja, ich habe also schon so viel erzählt, von daher bleibt mir nichts anderes zu erzählen. Dann kommen wir aber zur Hörerbewertung. Und dank der Hörerbewertung, ich sag mal, ich habe jetzt mal ausgerechnet, wie die Folge denn bei uns landet. Bei uns wird die Folge auf Platz 11 landen. Aber da die Hörer die Folge mit 7,63 Punkten bewerten, landet sie sogar auf Platz 10. Also man sieht, die Hörerbewertung hat schon Einfluss auf das Top-Ranking. Und da kommen wir doch einfach mal generell auf die Jahrescharts zu. Ich meine, wir haben jetzt in Summe 16 Folgen besprochen. Und es hat sich ein bisschen was getan. Also wir haben auf Platz 16 die Silberne Spinne. Uff. Schon krass, ne, muss ich sagen. Also auch die Hörer haben die Silberne Spinne nur mit 5 Punkten bewertet. Ach ja, ja, da muss ich mich ja gar nicht so schlecht fühlen. Das ist richtig. Am vorletzten Platz, was ich viel erschreckender finde, ist mein Aztekenschwert. Also Platz 15 Aztekenschwert ist schon nicht schön. Wobei die Hörer damit 6,75 Punkte mehr bei mir sind und Jonas mit seinen 3 Punkten richtig reingeschissen hat. Shame on you. Ja, aber ich finde die Folge einfach nicht so berauschend. So, dann kommen... Aber da sind wir jetzt einmal kurz, bevor du jetzt was hast. Aber da sind wir wieder bei dem Anfang angesprochene, dieser gesunden Mischung, ne? Also, wir haben unterschiedliche Meinungen und... ja, nur deine ist scheiße. Das ist aber deine Sicht, Thomas. Ja, auch die der Hörer anscheinend. So. Platz 14, der Vampir im Internet. Och. Gott sei Dank. Ja, oh, mein Gott, immerhin. Ey. Platz 13 ist das Fußball. Ich habe gehört, ja. Da haben zwischendurch ein paar gute Bewertungen es für gegeben für den Vampir. Ja, aber Gott sei Dank auch genug Leute, die sich gesagt haben, wisst ihr, ihr habt alle keine Ahnung. Wir hauen das Ding mal wieder nach unten. Platz 13, das Fußballphantom. Ja, gut. Kann ich nachvollziehen. War zu erwarten irgendwie, ja, ne? Ja. Auf Platz 12, das fand ich ein bisschen schade, die schwarze Madonna. Heißt, die ist. Aber das ist echt schade, ey. Das war die beste Aufnahme, finde ich, die wir mit dem alten Format haben wir die ja, noch gemacht. Ja, ne? Richtig. Das war. Mal als Beispiel, die schwarze Madonna. Irgendwie, vielleicht kam Skinny Norris Brote nicht so gut an. Ja, muss man sagen. Bei uns kam die Folge auf Platz 9 und dank der Hörerwertung auf Platz 12 abgerutscht. 3 Plätze runter. Boah. So, Platz 11. Ist die Folge, die 3, verschollen in der Zeit. Ist besser als Schwarze Madonna, ey. Das ja. ist schon... Das ja, ist aber nur knapp. Also die verschollen in der Zeit hat 6,41 Punkte und die Madonna hat 6,38 Punkte. Also wirklich ganz aber knappe ist Geschichte. Ein Platz. Ja, richtig. So, Platz 10 ist jetzt Odo Finstere. Platz 9. In den Top 10? Ja. Platz 9, der Jadekönig. Ja, ist okay. Ja gut, war auch keine so gute Frage. Da sind ein paar Folgen jetzt drunter gelandet, die ich dann eher höher angesiedelt hätte. Ja, wie gesagt, die Hörer haben halt auch einen gewissen Einfluss. Wenn ich gucke, der Jadekönig, wie haben wir dafür eine Veränderung? Der Jadekönig ist um 1 gestiegen. Wir hatten ihn auf 10 und durch die Hörer ist er auf 9 gestiegen. Platz 8, der weiße Leopard. Auch eigentlich eine ja. Folge, wo ich sage, ist in Ordnung. So, Platz 7 habe ich ein bisschen gewundert. Ist die tödliche Spur. Ja. Hätte ich höher eingeschätzt. Eigentlich eine super Folge, ey. Ja, die hast du bei dir intern auf Platz 3, ich auf 8, Nell auf 5 und die Hörer allerdings nur auf Platz 11 mit 7 Punkten. Boah. So, Platz 6 ist der Poltergeist. Habe ich irgendwie mitgerechnet, muss ich sagen. Die Poltergeist ist immer so eine Folge, die mag man, aber die mag man halt nicht. Also ich habe glaube so ein Mittelding gibt's da glaube ich nicht. Ja, das stimmt. Die ist auch bei den Hörern durch die Hörer um 1 Platz nach unten gesunken. Wir hätten ihn auf 5 gehabt, durch die Hörer ist er auf Platz 6 gesunken. Platz 5. Haus des Schreckens. Ist eigentlich eine richtig gute Folge. Da hat halt Nell richtig reingeschissen, ne? Also muss man ja mal eiskalt sagen, Nell hat 5 Punkte gegeben, Jonas und ich 8,5 und die Hörer 8,13. Also Nell, da musst du dir ankreiden lassen, dass du kein Geschmack hast. Ja, kein Problem. Ich finde, ich habe Geschmack. Das beweist doch alleine schon, dass zwei meiner Top-Folgen in den Top 5 sind. Ja, aber du weißt nicht, was Platz 1 ist. Ich schon.
Und wenn ich das so sage, könnt ihr euch schon denken, was auf Platz 1 ist. Platz 4 ist der magische Kreis. Dammit. Da sind wir aber auch, muss ich sagen, relativ konform, die Hörer und wir. Wir haben einen Schnitt von 7,5 Punkte und die Hörer geben 7,75 Punkte. Also da sind wir wirklich dann gut dabei. Platz 3 ist die gefährliche Erbschaft. Die hätte wesentlich höher stehen können, aber unser feiner Herr Kollege hatte auch nur 5,5 Punkte gegeben. Fand ich, wie, also ich muss ganz ehrlich sagen, das Buch war top. Das Hörspiel. Lass also, ich dann jetzt du willst dann lieber Kommentar Peter mit dreifachem Salto die Diamanten retten lassen, als. Okay. Platz 2 ist dann Meister des Todes. Ist bei den Hörern mit 7,75 Punkten. Bei dem Hörerranking auf Platz 4. Und durch unsere Punkte eben halt auf Platz 2 hochgeschossen. Und auf Platz 1, wie könnte es anders sein? Die beste leider Folge nicht im Internet. Die beste Folge aller Zeiten und von allen Folgen, die noch kommen wird, Nacht in Angst. Ne? Klar, durch Jonas ja, und mich mit 10 Punkten bepunktet worden, schon relativ hoch. Allerdings auch die Hörer mit 8,38 Punkten, auch die bestbepunkteste Folge von allen. Mal sehen, ob wir vielleicht dann irgendwann mal eine Folge erwischen, wo die Hörer sagen, wisst ihr was, volle Punktzahl. Ist allerdings bei der Hörerschaft, glaube ich, eher schwer. Du hast halt so viele verschiedene Meinungen, die damit einspielen. Aber das ist halt auch das Interessante, ne? Dass eben halt durch die Hörerfolgen nach oben und nach unten rutschen können und wieder auch ein paar Veränderungen haben. Ich denke mal, wir werden das hinterher noch mal ein bisschen per Grafik mal auf Instagram posten, was da passiert ist. Nach oben und nach unten, was nach oben und was nach unten gerutscht ist. Also haben wir auf den Plätzen 1 bis 3 Nacht in Angst, Meister des Todes und die gefährliche Erbschaft auf dem Treppchen für dieses Jahr. Seid ihr zufrieden damit? Müsst ihr ja, ne? Ja. Nein, also schon, also es spiegelt ja doch schon auch so ein bisschen, ich sag mal, gibt ein paar Folgen, die ja dann runtergerutscht sind um mehr Plätze, aber im Grunde spiegelt es ja eigentlich unser Ranking auch in gewisser Art und Weise wider. Ja, größtenteils. Außer bei gefährlicher Erbschaft, wie gesagt. Ja und dann viel im Internet. Ja, das ist aber auch zu Recht. Die ist deutlich höher anzusiedeln. Also ich bin mehr hörerkonform als ihr beide, muss ich sagen. Wenn ich mir so angucke. Wir sind halt was Besonderes. Ihr habt ja keine Ahnung. Genau. So, haben wir das auch geklärt. Ja, wie gesagt, das war unsere letzte Folge für dieses Jahr. Habt ihr denn irgendwelche Wünsche für nächstes Jahr, Fragezeichenmäßig? Folgen, Themen, für den Podcast irgendwas, Ideen, wo ihr sagt, boah, das wäre ganz geil. Ich kann ja schon mal spoilern. Wir haben ja für nächstes Jahr, Anfang Januar, wenn es denn Corona zulässt, werden wir drei uns dann das erste Mal live sehen. Also wir sehen Nell zum ersten Mal live. Jonas habe ich schon öfters gesehen, traurigerweise. Aber Familie kann man sich halt nicht aussuchen, ne? Von daher. Aber da haben wir ein bisschen was geplant. Von daher könnt ihr ja gespannt sein, was da passiert. Ja, wie gesagt, irgendwelche Wünsche für die nächsten Fragezeichen-Folgen, für die Podcast-Folgen, was euch dann. Tatsächlich habe ich das letzte Buch, was rausgekommen ist. Welche Nummer war das eigentlich? Weil im Endeffekt steuert dann ja, wenn ich mich nicht irre, nächstes Jahr auf die 125 zu, oder? 125 war Feuermond. 225. Bam. Ja, genau. Meine ich doch. Ja, wünscht ihr was für? Oder wo ja, ist jetzt Eugenie, hinaus? Ja, Eugenie soll wieder raus. Aber ich habe tatsächlich die Vermutung, weil es wurde ja auch angekündigt, dass die liebe Psychotante auch nächstes Jahr wiederkommen soll. Deswegen. Clara Franklin. Ja, die schießt wahrscheinlich dann wieder um sich Clarissa. Irgendwie. Entschuldigung. Wie ist gesagt? Alles gut, schlaf weiter. Clarissa Franklin, nicht? Boah, was muss ich denn? Oh Gott, ey. Das ist, wenn man nebenbei auf sein Handy guckt und andere Scheiße macht. Schneide ich raus und hol in die Outtakes rein. Oh. Da schreibe ich böse Hörerbriefe an mich selber. Vom Thema her, keine Ahnung, drei Fragezeichen hat schon so ziemlich alles abgegrast, was es da so an Themen gibt, eigentlich, finde ich zumindest.
Deswegen. Oder vielleicht mal wieder so geile. Wollt ihr eher so eine geile Spukfolge wieder haben oder eher sowas, wo ihr sagt, Rätselfolgen oder egal? Ich würde mal gerne wieder eine Rachefolge haben. Was? Eine Rachefolge? Eine Rachefolge. Also jetzt natürlich nicht wie hier. Rache ist untot. Späte Rache? Also. Nein. Sowas wie späte Rache nur halt wirklich dieses Mal Sinn ergeben. Weil das war ja ein bisschen damals so ein bisschen. Ja. Jonas? Ja, ich würde mir natürlich auch ein Eugenie-Comeback wünschen. Wäre super für nächstes Jahr. Klar, Clarissa Franklin-Comeback, was ja schon ein bisschen so angeteasert wurde, oder wurde es, glaube ich, auch sogar schon bestätigt. Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher. Wurde schon bestätigt. Freue ich mich auch schon tierisch drauf, finde ich. Ich mag die Folgen mit ihr irgendwie. Ja, worüber, was vielleicht mal interessant wäre, was sicherlich nie so seine Umsetzung finden würde, aber jetzt mal ganz hirngespinstmäßig gesponnen, eine Drei-Fragezeichen-Folge unter Pandemiebedingungen. Nein. Oh. Also wird nicht kommen, also hoffe ich auch nicht, dass es wirklich spannend mit Abstand. Nein, also. Aber ich weiß, das ist ein Video, finde ich geil, aber hoffentlich kommt man nicht, ey. Nein, weil das Problem ist einfach, dass, ich erkläre das jetzt mal, warum. Es wäre super mega spannend, aber wenn du das Fass einmal aufmachst und es nur für eine Folge machst, finde ich, ist es wieder so ein bisschen schwierig. So nach dem Motto, du machst jetzt eine Folge, Pandemie und dann ist vorbei. So ein bisschen sehe ich das, wo ich mir jetzt die aktuellsten Folgen von Law and Order Special Victims angeguckt habe. Mal tragen sie eine Maske in den Zähnen, dann wieder nicht. Dann sind da mal so ein bisschen hin und her. Ach, Pandemie gibt's ja gar nicht mehr und etc. Aber die Vorstellung fände ich mal sehr spannend, wie so eine Ermittlungsfolge einfach mal sich abspielen würde. Man muss Abstand halten. Die drei dürfen sich vielleicht auch gar nicht so eng treffen, weil die Eltern das nicht wollen oder so. Wäre vielleicht mal spannend. Nee, die Pandemie gebe ich jetzt schon auf den Sack, da brauche ich nicht mal ein Fragezeichen. Ja, natürlich. die geht jedem auf den Sack, glaube ich. Aber das Problem ist ja, machst du einmal diese Dose oder diese Büchse auf, du kannst es nicht nur für eine Folge machen. Ne? Ja, du kannst dich auch so eine Virusfolge machen, ne, wo du sagst, hier ist ein Virus ausgebrochen, aber das ist auch so, weiß ich nicht. Nein, will ich nicht. Ich meine, Peter ist schon mal auf einem selbstgebastelten Skateboard aus dem Fenster gesprungen, vor dem FBI geflohen. Also. Ja. Skaterboy, ne? Avril Lavigne. Nein, also du musst die Folgen natürlich so machen, dass du dir nicht ein Fass aufmachst oder irgendwas anreißt, was du dann womöglich durch mehrere Folgen ziehen muss, damit es in irgendeiner Form Sinn macht, wenn wir jetzt immer wieder diese wiederkehrenden Themen auch zwischendurch immer wieder haben. Und ich bin gespannt. Also ich kenne die neuen Bücher ja gar nicht. Ne? Also ich weiß überhaupt nicht, was für Bücher rausgekommen sind oder bei welchem Buchstand man jetzt aktuell ist. Von daher bin ich sehr gespannt, ich habe sie gekauft, aber nicht gelesen. Noch kommt. ich bin einer, ich sammle Bücher oder Comicbücher, aber lesen und sammeln sind zwei Paar Schuhe. Ja, aber ja, das stimmt. Solltest du aber lesen. Da ist mindestens ein Gutes dabei. Ja, ja, dann heißt es wieder, das Buch war besser. Schweigende Grotte, sag ich nur, weißt du? Aber hey, beim Leoparden hat's gestimmt. Ja, liegt aber nur daran, dass ich die Stimmen halt kannte und die stimmt auch in dem Buch gar nicht auf. Ja, okay. So. Was ich mir überlegt hatte, ich bin ja wieder so Barbecue-heimisch und Amerika ist ja auch Land des Barbecues. Da kannst du ja wahrscheinlich auch irgendwas machen. Auf so einem Barbecue-Festival irgendwas, geheime Pilzcreme-Rezept, nein, weiß ich nicht, da kannst du bestimmt auch irgendwas machen, irgendwelche Konkurrenzgeschichten. Also so wie der Gockel. Ja, so ähnlich. Finde ich auch ganz geil, weil so irgendwas, was da so spielt, ich meine, ist ja so ist ja in Amerika, egal was du guckst, ist ja ein riesiges Thema, oder Thanksgiving ist ja auch so ein Thema, was da irgendwie so, ja, so in die Richtung, ne? Oder manchmal auch so Familienfäden, finde ich auch mal geil, so wie so typisches Familienfädenmäßiges, wobei ich sagen muss, am meisten begeistern mich immer auch diese Spukgeschichten. Und da komme ich dann auf ein Thema zu sprechen, weil ich mir podcastmäßig
weil ich euch beide schon so oft erzählt habe, so ein Podcast-Talk finde ich ja mal geil. Also wirklich dann so mit anderen Podcastern und dann unterhält man sich, was zum Beispiel, was macht für dich eine typische Fragezeichen-Folge aus? Was braucht es? Braucht es halt einen richtigen Auftraggeber? Braucht es Spuk oder brauchst du lieber ein Rätsel? Brauchst du, also was halt so eine Fragezeichen-Folge ausmacht, damit sie für einen perfekt ist? Da gibt es wahrscheinlich so viele verschiedene Meinungen wie Leute in der Runde. Oder halt ganz viele andere Themen, Freundin, ja, nein, oder ach, weiß ich, ich habe da so viel aufgeschrieben, schon so viel mal reingeballert. Vielleicht kann man das irgendwann mal realisieren, mal gucken. Allerdings, wenn du das mit zu vielen Leuten machst, dann kannst du halt, glaube ich, gar nicht mehr stemmen, kommt keiner mehr zu Wort. Ja, du bräuchtest halt so einen Host. Der hat so kommentiert. Wirklich wie in einer Talkshow. Ja, der Markus Lanz, der drei Fragezeichen brauchst du halt. Wie fühlst du dich dabei, wenn die Folge Ich glaube, hast? Du bräuchtest für sowas auch ein bisschen, wäre es sicherlich auch noch spannender, wenn man live am Tisch sitzen würde dann, ne? Also wenn du jetzt nicht, jeder sitzt so vor seinem Rechner oder so, sondern ich meine, so macht es die Zentrale ja. Die sitzen ja, glaube ich, die treffen sich immer, haben ihren Aufnahmeraum und da sind die Mikros ja so verteilt, die sitzen sich ja quasi direkt gegenüber. So wie es bei uns angefangen hat, Thomas, ne? Wir haben angefangen, nur über drei Fragezeichen so ein bisschen zu quatschen und daraus ist der Podcast dann irgendwann entstanden. Und das hast du, glaube ich, für so eine Talkrunde ist es dann ein bisschen spannender, wenn du mit mehreren bist. Ja, kannst du natürlich auch so nicht realisieren, wenn du dann wirklich dann mit allem Mann in einem Zimmer sitzt, zumindest jetzt sowieso nicht. Aber die kommt ja jeder aus der anderen Ecke, sag ich mal. Naja, und nein, das ist klar. Aber ich meine, wir haben es ja, ich hoffe, ich nehme jetzt nichts irgendwie vorweg und falls doch und es nicht erwähnt werden soll, dann schneid es einfach raus. Wir haben ja eh die Überlegung, mal mit den Fanatikern diesen Talk zu machen. Ja. Also mit den zwei Fanatikern, die es noch gibt, weil Nelly gehört ja jetzt zu uns. Also. Ja, die ist ablösefrei gewechselt. Nee, oder halt so Themen von wegen, habe ich aufgeschrieben hier, Qualitätsverlust oder blinde Fanliebe. Sind alte Folgen gut und die neuen wirklich schlecht? Ist ja auch die Frage. Ne? Also wenn man jetzt die alten Folgen bespricht, sind ja manche alte Folgen halt auch nicht mehr so gut, wie sie damals vielleicht gewesen sind. Oder halt Guilty Pleasures. Ne? Es gibt ja halt Folgen, die findet ihr ja scheiße, aber man selber denkt sich, boah, die finde ich eigentlich ganz geil. Ne, es gibt ja, wie gesagt, Vampir im Internet. Ne? Also. Ja, genau. Ja, aber ist ja so. Nein, es ist ja so. Ich finde es ja auch nicht schlimm, dass du oder ihr die jetzt nicht gut findet, die Folge. Das ist ja auch völlig okay. Ich habe dafür ja Folgen, die ich nicht gut finde. Gefährliche Erbschaft zum Beispiel, ne? Wo ihr sagt, ne, boah, mein Gott, wie kannst du so scheiße bewerten? Da denke ich mir halt bei Vampir im Internet auch. Ne? Ich meine, wir können ja auch mal vielleicht, weiß nicht, ob vielleicht mal der eine oder andere Zuhörer von uns mal Bock hätte, dass man da vielleicht mal so zwei, drei Leute, weiß nicht, ob es schon zu viel ist, einfach sag mal, macht so eine Runde einfach mal mit Zuhörern oder so. Ne? Und dann so eine Talkrunde einfach, weil die Meinung von denen ist sicherlich auch mega spannend, was das angeht. Dann werden wir live unsere Hörer vergraulen, weil mir deren Meinung nicht passt. Ja. Ja, Hörer 1, wir können dich gerade leider nicht hören. Wie du, nach der Angst bist du schlecht. Ich kann dich leider nicht hören. Hast du wirklich gesagt? Ne, oh, Verbindung verloren, schade. Ne, auch so Themen wie, ne, wie sehr beeinflussen die Stimmen das Hörerlebnis. Ne? Sprecherwechsel, man hat einen Lieblingssprecher. Andreas Fröhlich sollte ja mal den Peter sprechen zum Beispiel. Ist ja auch immer ein sehr genommenes Thema, was ich mir gar nicht vorstellen kann jetzt im Nachhinein. Aber wenn es so gekommen wäre, könnte man sich wahrscheinlich auch gar nicht anders vorstellen. Ne? Oder Promisprecher zum Beispiel. Ne? Es gibt halt Promisprecher, wo ich mir jetzt im Nachhinein sage, boah, weißt du was, geht gar nicht. Ne? Aber also ein Bastian Pastewka ist geil. Ein Dirk Bach war mega geil gewesen. Ne? Ja. Das sind halt so Leute, die passen super rein. Die haben das einfach diese Rolle gelebt. Und du hast halt so eine Phase gehabt, wo du das Gefühl hattest, wo der kriegt jetzt eine Sprechrolle, weil er prominent ist. Und der gefiel mir halt gar nicht zum Beispiel. Ne? Oder eben halt, wie wir jetzt beim Weißen Leoparden hatten, ne? Diese Geschichte, dass ich halt sofort auf die Idee kam, wer der Bösewicht ist. Ne? Das sind halt so Themen, die ich einfach mega spannend finde. Oder wie wir halt jetzt bei der tödlichen Spur hatten, wie sehr darf man eben halt den Tod und Leichen im Jugendhörspiel thematisieren. Das sind halt so Themen, wo ich sage, boah, geil. Müsste man, das kannst du ganze Folgen mit füllen mit solchen Themen, dass das einfach spannend ist. Und es gibt halt Meinungen wie Leute. So, aber ich glaube, das soll genug gewesen sein, sonst nehme ich vielleicht schon zu viel vorweg. Nee, aber ich will abschließend dazu noch sagen, ich habe auf so eine Talkrunde einfach mal mega Bock. Es ist komplett skriptfrei, bis auf jetzt vorgefertigte Fragen und jeder kann einfach mal rausknallen, was ihm dazu gerade einfällt. Ja, vielleicht auch an die Hörer. Wir können, wenn ihr Bock habt,
Fragen stellen wollt, die wir besprechen sollen oder die wir mit reinnehmen sollen, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben, steht da in jeder Beschreibung mit drin oder per Instagram, wie auch immer. Einfach mal raushauen, ganz wertfrei, und vielleicht können wir die mal mit beantworten. Ich meine, gut, ich brauche jetzt nicht so Fragen wie: Wer ist euer Lieblingsdetektiv? Wenn das nicht Bob ist, der ist hier raus, der ist hier fehl am Platz. Nein. Lieblingsdetektiv ist Peter, von daher. Das wissen wir jetzt alle. Meiner ist Bob, Jungs ist auch Bob. Nee, aber so wirklich so Themen, wo man sagt, darüber sich mal Gedanken zu machen, oder was ich mir auch schon mal Gedanken zu gemacht habe, wie generell wahrscheinlich jeder Podcaster: Wie sehr hat sich denn die Hörweise, das Hörverhalten geändert, seitdem man einen Podcast macht? Weil man hört die Folgen ja schon ein bisschen anders. Oder? Nee. Ja. Gut. Also ich schon, ich muss sagen, ich merke es jetzt zum Beispiel, ich habe die neue Folge von John Sinclair, die jetzt vor einer Woche oder so, glaube ich, rauskam. Du hörst dann so gewisse Aspekte, denen du vorher keine Bedeutung geschenkt hast, und dir dann denkst, aha, das ist jetzt quasi noch mal wichtig, oder das wird jetzt interessant. Und das habe ich auch, wenn ich eine Drei-Fragezeichen-Folge jetzt höre. Ich achte auf viel mehr Kleinigkeiten. Ne? Wir hatten es bei Haus des Schreckens mit dem Käfer am Anfang. Jetzt packt er mein Auto zu oder sonst was. Ne? Da hast du am Anfang gedacht, jo, klar, geiler Lückenfüller, top, schenkt man keine Bedeutung. Und jetzt so, ah, Moment mal, das erwähnen die nicht ohne Grund. Nee, hab ich zum Beispiel gar nicht. Das war bei mir eigentlich immer Thema gewesen, solche Kleinigkeiten. Mhm. Bei mir ist halt eher so, wenn einer statt Peter sagt, das fällt mir relativ schnell auf, muss ich sagen. Oder halt auch, das hab ich nicht. So Stimmen, die mir viel mehr auffallen. Oder so Sachen, die dann, ich sag mal, als Beispiel jetzt Point Widmark, wie wir jetzt aufnehmen, für morgen kannst du schon mal merken. So, und da ist dann auch eine Szene, wo die in der Geisterbahn sind, und da sagt Jay, der Nebel wird immer dichter. Da kriege ich sofort im Kopf drei Fragezeichen, Folge 1, Friedhof, wo Justus sagt, der Nebel wird ja immer dichter. Habe ich sofort im Kopf die Assoziation. Ich weiß nicht warum, aber erst seitdem ich halt Podcast mache. Ich höre viel mehr Sachen genauer hin, habe viel mehr so Vergleiche zu den anderen Folgen, baue Connections auf. Ganz, ganz kurios. Also, aber wie gesagt, das sind alles Fragen, die man mal beantworten kann, wenn man mal vielleicht mal mit anderen Leuten dabei ist oder mal ein bisschen mehr Zeit hat, ein anderes Thema hat, ohne jetzt hier die Besprechung so ins Nirvana zu pushen. Ja, dann bleibt mir am Ende eigentlich nur zu sagen, vielen Dank fürs Hören in den letzten 6 Monaten. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Ich wünsche euch eine frohe Weihnachtszeit, schöne Weihnachten, einen guten Rutsch, und dann hören wir uns zur Folge 19 Spooky Motel. Ja, tschüss Kowske, und bis dann. Ja, ich, bevor ich meine neue Verabschiedung zum Besten gebe, möchte ich noch daran ergänzen, an alle unsere Hörer auch nochmal Dankeschön, und passt auf euch auf, bleibt gesund, und in diesem Sinne, also Freunde, bis dann. So, wir sind schon. Ja, ich würde anfangen. Ich weiß nicht, was du noch vorhast. Ich bin Nell. Sorry. Was jetzt? Nix, ich hab irgendwie gerade Musik. Hä? Nein, ich hab jetzt gerade irgendwie, weiß ich nicht, ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt einfach lachen. Hauptsache einer hat Spaß, ey. Herzlich willkommen zur 18. Folge unseres Podcasts. Hallo, Contenance. Fangen wir direkt vorne weg. So, irgendwie war doof, machen wir noch neu. Das war scheiße. Kekse. Nein, in der Keksdose. Bitte gib mir einen Keks. Okay. Ja. Wieso soll ich das nochmal machen jetzt? Ich sieb ganz hinter Klaus, nur das Christkind. Ich dachte, das hatten wir geklärt. Ja. Sind wir jetzt eigentlich noch in der Aufnahme oder sind wir jetzt schon... Ich wollte gerade weitermachen, aber... Nell, muss mal starten hier. Lies mal vor hier. Gut, das kann ich ja eher am besten. Ja.
just to solve the case. Peter crashed another car, but it's far away. Hey! Schön. Also, immer so stehen lassen.